Hallo und herzlich willkommen in der Guitaria 51. Ja, heute ist es soweit. Ich präsentiere dir ein brandneues Format und zwar die Ace Flies. Ja, und bis es soweit ist, kennst du das noch von früher? Weihnachten, Bescherung. Noch 2 Stunden und 7 Minuten soll es dauern, bis die Eltern die Wunderkerzen am Baum anmachen und dir die Geschenke unter den Baum legen. Ja, was machst du in der Zeit? Pipi Langstrumpf, die Goonies. Zurück in die Zukunft, erster Teil. Ja, und heute gibt es einen Podcast mit Kevin und Micha von Javelin Guitars und Old Guitar Hand. Ganz genau, und die Brille schmeiße ich auch später weg. Ja, und mit den X-Flies rette ich dir den Arsch. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Podcast mit Kevin und Micha. Liebe Leute, herzlich willkommen hier bei Irgendwas mit Gitarren. Ich bin der Kevin von Javelin Guitars. Mit mir wie immer der Micha, a.k.a. Old Guitar Hand. Und heute haben wir mal einen besonderen Gast mit uns. Der sitzt hier bei uns im virtuellen Chatroom. Vielleicht magst du mal was sagen. Wer bist du überhaupt und warum siehst du so aus? Du. Herzlich willkommen in der Guitaria 51. Ja, ich habe so einen YouTube-Kanal und da geht es um mysteriöse Gitarrenphänomene, welche hier in dieser Einrichtung, welche geheimer ist als die eigentliche Area 51, gelüftet werden. Ja. Ach, das mache ich hier. Ja, nice. Das mache ich seit ungefähr 3,5 Jahren, also nicht ungefähr, so ziemlich genau. Ja, seit, also die ganze YouTube-Geschichte nehme ich an, ne? Also ich denke mal, Gitarre wirst du ein bisschen länger spielen, oder? Ja, Gitarre schon seit Kindesbeinen an, Kindestagen. Und ja, ihr habt ja auch ein paar Gemeinsamkeiten, ihr zwei. Ihr seid beide, glaube ich, gebürtige Essener. Ja. Ja. Seid mit der Family dann, glaube ich, so ein bisschen durch die Welt getingelt. Ja, da ist doch schon mal. Ich habe ja gerade dieses Todesgas, was wieder. Moment, und dann muss ich ja gleich noch meine Brille wegwerfen. Also wenn man sich die meisten meiner Videos anguckt, nicht bei allen. Also ich habe ja auch Formate, wo ich die Brille gar nicht, den Anzug auch nicht trage. Ich ziehe mich nachher auch nochmal um. Dann komme ich nochmal Backstage wieder. Das geht ganz schnell, das liegt ja alle. Das sind Kostüme. Das ich komme aus dem Theater. Und kriegen wir ein volles Verwöhnprogramm hier. Ist ja irre. Ja, wenn dann richtig. Also habe ich mir natürlich vorher gar keine Gedanken gemacht. Überhaupt nicht. Ja, genau. So, und da bin ich ja selber gespannt. Wir hatten ja schon kurz vorher mal gesprochen hier und zum Einbriefen hier mit Micha hatte ich gerade ein Gespräch gehabt, ganz kurz, wie das hier so ablaufen soll, weil ich das ja jetzt noch nicht kenne. Und ich habe natürlich von eurem Podcast auch schon ein paar reingezogen. Die sind auch immer sehr interessant. Die haben auch manchmal eine sehr große Länge. Also finde ich auch sehr, ja. Man muss dann auch schon ein bisschen dran. Ich habe es nebenbei dann immer laufen lassen. Da habe ich immer so Sachen gemacht und immer zugehört. Das fand ich ganz interessant. Ja, ich persönlich mag auch lieber Podcasts, die ein bisschen länger sind, weil ich höre die immer auf der Arbeit, so beim Autofahren. Und wenn man da welche hat, die nur 10 Minuten gehen und dann Spotify wieder irgendwas anmacht, auf was man gar keine Lust hat, man aber gerade nicht mit dem Handy hantieren kann, weil man ja im Autofahren ist, das hat immer so, dann lieber einen, den man so mal so 1 Stunde, 1,5, 2 durchhören kann, ohne dass man sich da irgendwie einen Kopf machen muss oder so. Wenn man denn einen längeren Arbeitsweg hat. Ja, ich fahre den ganzen Tag mit dem Laster durch die Gegend. Also, das passt schon. Ja, muss ich nur aufpassen, dass ich nachher nicht da drauf trete. Ist mir auch schon passiert. Aber die Brille ist das ist immer noch die erste, obwohl ich die schon 300.000 Mal in die Ecke gefeuert habe. Ja, geile Brille. Ich weiß gar nicht, wovon die ist. Aus dem Supermarkt, glaube ich. 8,50 Euro. Ja, ich kenne auch deine Outtakes von letztens bei dem Video, wo du die auch weggeworfen hast und dann hinterher gesucht hattest. Du glaubst gar nicht, dass ich die Brille wegwerfe. Da bin ich damit nicht zufrieden, das ist ja auch immer scheiße. Ja, es ist ja alles hinter den Kulissen, das ist ja irgendwie auch eigentlich nicht so wahnsinnig interessant. Ne? Also die meisten interessiert ja doch eher das Netto, was jetzt zum Beispiel Gitarre ist. Ich werde jetzt, ich habe ja hier diese Voodoo Blues Challenge, wo ich mit mir selber, habe ich dir ja auch erzählt, in der Küche gequatscht habe da, irgendwie, das dauert ewig. Und die meisten Leute, die finden das total nervig. Das sehe ich immer an den Analysen. Wenn ihr mal eure Analysen angeguckt habt, dann seht ihr immer, wo die Leute dran sind. Also gerade nach ein paar Tagen, da kann man ja ziemlich genau sehen, wie viel Arbeit man sich umsonst gemacht hat.
Ja, das ist immer schade bei sowas. Das ist dann wirklich jedes ich Mal. Ich fand es wirklich mal eine sehr gute Idee. Also ich fand es geil, ich habe gelacht. Ja, aber das ist genauso, ne, also wie dieses nicht hingucken wollen. Also man muss dann schon mal sich so eine Analyse angucken und dann auch den Schlag in die Fresse ertragen können. Und dann ja, also bei mir ist es tatsächlich so. Bei mir sind jetzt so grob 90%, die uninteressant sind. Also ich habe auf meinen Videos irgendwie immer so 1000 Aufrufe oder sowas und die ersten 20 Sekunden und dann schalten 800 der 1000 Leute direkt wieder ab und dann habe ich 200 Leute, die halt immerhin dann noch 3 Minuten durchhalten oder so. Aber die halten durch. Die halten durch. Ja, und die melden sich auch wieder bei mir. Ja, das ist ja auch hier mit meinen ganz Treuen, also hier auch bei Patreon und so oder auch hier die Leute auf dem Kanal, ne? Aber dann irgendwann, jetzt ist nämlich dieser Punkt gekommen, da kriegst du kaum noch neue Abonnenten. Mhm. Ne? Und das liegt dann daran, dass die meisten, ich hab 3 Kids, habe ich ja auch schon erzählt, Micha, aber ich habe 3 Mädels und die beiden größeren 16 und 12, wenn du guckst, wie die Shorts gucken, ne? Tack, 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 ne? Und dann bei einigen bleiben sie kleben und du weißt nicht warum. Ne? Wenn man dann irgend so ein Theaterstück vorneweg noch zeigt, so, dann bist du gleich tot. Ne? Und ja, die meisten Älteren, also die müssen sich die Zeit dann vielleicht auch irgendwie sinnvoller einteilen oder die gucken dann natürlich auch schon, ich habe, oder berufstätig. Ne? Oder Familie, Hund, Garten, Kinder, ein anderes Hobby vielleicht noch, die haben gar nicht die Zeit, sich dann dieses Theaterstück da anzugucken. Auf der anderen Seite verstehe ich es dann auch nicht, wenn sich am Wochenende so eine komplette Netflix-Serie 4 Staffeln da reinbolzen irgendwie und nämlich einen Scheiß lernen dabei, ne? Da denke ich mir dann auch immer, ja, wollt ihr das denn nee, das lernen oder nicht? So, und dann habe ich auch gesagt in meinem hier, kannst du vielleicht auch mit verlinken da, meinen philosophischen Paukenschlag, ne? Dass jeder YouTube-Kanal ein Casino in Las Vegas ist. YouTube ist Las Vegas und jeder YouTube-Kanal ist wie ein Casino in Las Vegas. Und deswegen mache ich auch so ein bisschen Show und das, was ich hier mache oder wie ich auch jetzt bin oder auch in den Videos, so bin ich die ganze Zeit. Auch wenn ich alle anderen Leute damit zu tun habe, das ist mir aber auch scheißegal. Ja, ich vergleiche das gerne mit so einer Kneipe. Ja, du hast dann quasi so deine Stammkunden, die jeden Abend reinkommen und dann da ihre Bierchen trinken und das Kart kloppen. Ja, und dann hast du halt noch die Laufkundschaft, die so zwischendurch mal reinschneiden, weil sie gerade zufällig in der Gegend sind und gerade irgendwie Bock auf ein Bier haben. Ja, aber dann wäre mir doch ein Bierzelt irgendwie lieber, ey, so was Abonnenten angeht. Also hier so ein Oktoberfest ist dann schon geiler. Ne, wo man sich dann auch mittlerweile fragt, ich meine, YouTube, klar, ich habe ne, die Woche, ich habe strammes Programm, ich bin ja hier, ich habe so eine Gitarrenschule, ich sitze hier eigentlich in meiner Gitarrenschule, das Motto meiner Gitarrenschule ist Live Stage Ambiente und deswegen halt auch diese Traversen und diese ganzen Lichtbügel da und dann die Nebelmaschine und so und wenn hier so ein Kind sitzt, was dann vielleicht denkt, hier sitzt dann so ein Lehrer, dann mache ich hier dunkel, bei Tag kann ich auch dunkel machen, dann kriegt er hier Licht oder sie und ne, da gibt es dann den Nebel und dann wird hier ein bisschen Radau gemacht und so. Das finde ich natürlich alle tut geil. Ja, ich finde es auf jeden Fall auch spannender, bei so einem Unterricht zu sitzen, als wenn das jetzt so ganz klassisch ist. Ne? Ja, ich kenne das auch aus Musikschulen, wo man mal gearbeitet hat. Keine Ahnung, was sieht denn aus? Mein Musiklehrer damals in der Schule, der war so ein totaler Langweiler. Also, wurde der immer speiübel, ganz ehrlich. Damit kannst du mich aber sowas von dermaßen jagen. Ne? Oder auch was weiß ich, so Lehrvideos, die wie so eine PowerPoint-Präsentation aufgezogen sind. Oh, leck mich doch am Arsch, Mensch. Ne, also dann lieber, also wirklich, ich trage gerne auch das Herz auf der Zunge. Man muss ja auch mal sagen, wenn irgendwas nicht funktioniert oder kacke ist. Deswegen sage ich auch, alles, was nach 10 Minuten nicht klappt, Finger weg. Alles scheiße. Ne? Hier Spaß haben, spielen. Und ich meine, letztendlich der Weg ist das Ziel. Ne? Ist ja auch immer so ein Spruch. Und genau so. Ne? Und da kann jeder im Grunde mit dem, was er schon kann, wenn oder er oder sie hier, Gender, ne, wenn er schon ein bisschen was läuft, da kann jeder damit was basteln, wenn man denn Bescheid weiß. Ne? Mhm. Und nicht nach diesen Zahlen. Also ich kann ja auch die GPS-Daten von Hamburg nennen, da weißt du auch nicht, dass das Hamburg ist. So ist Tabs. Ja, ich finde dieses Konzept gar nicht so schlecht, weil ich spiele jetzt seit 94 Gitarre und ich kann immer noch nicht alle Noten auf dem Griffbrett. Das hängt auch gar nicht mit den scheiß Noten zusammen, die Zusammenhänge. Ne? Es gibt 12 Tonarten, jedes Griffbrett, 0,0225 Quadratmeter. Ich habe es ausgerechnet, ungefähr. Ne? Ja, jede Tonart ist Guitar Wonderland. Und dann gibt es Formeln wie 3 mal 3 sind 9 und so ein Scheiß.
Ne? Und wenn jemand irgendwie, ich habe so viele Leute hier, die wissen ganz genau, wie man Griffe greift, wie man Skalen spielt, ne, hoch und runter, wie so ein kleines Mädchen Gedicht vom Weihnachtsbaum aufsagt, wissen die alles, machen die alles. Ja, Pentatonik oder spielen können wir auch. Oder nimmst du sie raus aus ihrem A, setzt sie irgendwie einen ganz Ton beim B wieder ab, tot. Vorbei. Das liegt nur an fehlendem Wissen. So, und eine Landkarte, ich habe hier im Unterricht, ich habe hier immer tonnenweise, guck mal hier, ne? Das ist jetzt eine typische, hier so eine Seite aus so einem normalen Lehrbuch, ne? Oben Noten und Tabs. So, genau. Ne? Da spielst du nach Zahlen. So, was weiß ich, was ist das hier? Das ist jetzt hier D-Moll Pentatonic Jam Session. Ne? Das ist so ein Blatt für die D-Moll Pentatonic mit meinen 6 berühmten Wurzeln. Die kriegt niemand bei YouTube. Das ist schon mal ganz klar. Das gibt es nur bei Patreon. Ja, habe ich mir jetzt reingezogen. Ich bin ja jetzt auch Detagent. Und ja, komm, Micha, sag mal. Ich finde es super. Also ich fand schon dein super Video mit diesem ABC. Ja, zum Beispiel. Das fand ich ABC. Klasse, weil da kannst das du, da, wenn du, dann hast du wenigstens schon mal, du weißt, wo das A ist, du weißt, wo das B ist, du weißt, wo das C ist. Ganz genau. Und jetzt auch überall auf dem Griffbrett. Ja. Ja, und darauf kannst du ja dann aufbauen, weil wenn du weißt, wo das C ist, dann weißt du auch, dass 2 Bünde weiter ein D ist. Ja. Und so weiter. Ne? Dann ja, kommt der Rest irgendwie langsam von alleine. Und dann mit diesen Wurzeln dazu, wenn du, so wie du das da sagtest, dann auch dann immer schön die Noten aufsagst, also A, G, A und so weiter, dann merkst du dir das auch irgendwann alles. Ja, das ist natürlich schwer für jemanden, das Gehirn ist geprägt mit Zahlen und Skalendiagrammen und Blöcken und hier diesen, ja, halt Tabs. Ne, ja. Wie willst du jemanden, der 20 Jahre oder 30 Jahre, ich habe hier Leute, die spielen jahrelang Gitarre, ne, Level, Spiellevel teilweise echt da oben, wissen hier, ich muss noch graben, ne, da unten irgendwo. So, bring diese beiden Enden mal irgendwie zusammen. Also bei den meisten kannst du nur noch irgendwie Schadensbegrenzung betreiben. Das tut mir dann immer furchtbar leid, wenn einer wirklich, wirklich spielen kann, hat aber zum Beispiel große Achillesferse auch bei vielen Leuten, also auch bei vielen anderen Musikern, Rhythmik. Oh ja. Ne? Rhythmik, alter Schwede. Ne, lass doch erstmal eineichen, ne, quasi, das sage ich ja auch immer, hier mit der Loop Session, ich habe hier unten mein Toy City da, da stehen so ein paar Geräte rum, ne, und heute kostet der Dreck ja nichts mehr. Ne, das gibt zum Beispiel hier hinter diesem Glotzer an der Wand, so, da habe ich einen Rechner dran, Hook Theory, eine Seite, die habe ich auch schon mehrfach erwähnt, da gibt es eine Software, eine Gratis-Test-Software, die heißt Hookpad, da kannst du dir alle Akkordfolgen nachbauen, alles Mögliche machen. Ne, ich finde Hookpad, falls ihr Band in a Box, kennt ihr Band in a Box? Ja, schon mal gehört. Ja, ich habe ja hier diesen Trio oft auf dem Handy hier Corporate Light. Das kostet nichts. Das kostet alles nichts. Ne? Ich bin immer wieder, guck mal hier, Corporate Light. Das ist so ein Icon, da steht C7. So. Ne? Sieht dann so aus, so Corporate Light hier. Und da kann man Akkordfolgen eingeben. Ne? Hm. Natürlich ist das, was da rauskommt, in der Light-Version, da gibt es nur begrenzte Anzahl Pattern, aber du kannst alle Akkorde dieser Welt da eingeben, du kannst die Länge einstellen, dann hast du so Pattern. Was ist das hier? Das ist so ein bisschen Robbie Williams. Ne? So, das dauert ein paar Sekunden, dann hast du dir da so ein Backing-Track gemacht. Ja. Nach eigenen Vorstellungen, mit dem eigenen Tempo, einer eigenen Akkordfolge und dem eigenen Style oder das, was du hier kriegst für Corporate Light gratis. Mhm. Nix? Ja. Rhythmik, das war auch das Erste, was mein Gitarrenlehrer mir damals, nachdem ich mich endlich dann dazu entschieden hatte, mal nicht nur Autodidakt, sondern auch als also richtigen Unterricht zu nehmen. Er hat gesagt, spiel mal was. Und dann hat er gesagt, ja, alles klar, jetzt kaufst du dir mal hier dieses Rhythmikbuch. Das war eigentlich für Schlagzeuger. Und da standen im Prinzip nur Rhythmuspattern drin. Und dann sagt er so, dann geht's. Kauf dir sonst, wenn es um Rhythmik geht, kauf dir, wenn es das nicht ist, Eddie Miron die Rhythmiklehre. Kann sein, das war einfach nur so ein, wo einfach nur Notenwerte drin standen. Also jetzt. Aha, natürlich stehen auch Notenwerte drin. Also, aber es ist keine Noten an sich, das war ja eigentlich für Schlagzeuger. Das war einfach nur, dass man dann quasi Metronom oder einen Drumcomputer anmacht. Das ist so ein Standardwerk an allen Musikhochschulen. Hier, für Sänger, Tänzer, hier, ne? Rhythmiklehre, Eddie Miron. So, ja, ging ne? ja nur darum, dass man auf dem Punkt, also auf dem Schlag spielt und nicht irgendwie davor oder dahinter immer ist. Aber wenn man das nämlich einmal geschnallt hat, wo jetzt der Ton hinkommt, ja, dann ist der Rest eigentlich. Das geht ja auch mit Feeling, das geht ja nicht nur. Also guck mal, wenn hier zum Beispiel, hier steht ein Notenpult, ne? Wenn einer vom Pult sitzt, kennt ihr die Szene aus Star Wars, aus. Wo der Imperator den Skywalker runterbritzelt irgendwie. Ja, ja, ja.
Ne? So. Klar, und dann guckt er, das ist die einzige Szene, wo ich Darth Vader total niedlich finde, wie er dann immer von links nach rechts und von links nach rechts guckt. Stimmt. Das so, ne? Dann siehst du, sehe ich hier den Schüler da, wie er da vor diesem Pult sitzt und aus seinem komischen Kackbuch, was er hier mit reingeschleppt hat, wo ich gesagt habe, mach im Herbst damit bitte deinen Ofen an, dann sitzt er davor und versucht irgendwie diese scheiß Zahlen nachzuknibbeln. Und das tut dir nur noch leid. Also handwerklich könnte der oder diejenige tausendmal mehr ohne dieses scheiß Buch. Das ist so. Ne? Die meisten Bücher sind scheiße. Ich unterschreibe es dir. Wenn die Leute nur ein bisschen, ich habe zum Beispiel jetzt neulich hier dieses Interview gesehen, was heißt neulich, vor ein paar Tagen, von Rick Beato mit irgendwie Malmsteen. Ne? So, ob das nun irgendwie Malmsteen ist oder Nuno Bettencourt oder was weiß ich, irgendwie ein Eric Clapton oder was weiß ich, auch wenn der Hendrix noch leben würde und der wird bei dem Beato da in seiner Vierfarb-Hochglanz-Marshall-Kammer sitzen, irgendwie, ich verspreche dir, keiner dieser Leute, auch ein Joe Bonamassa nicht und wie sie alle heißen, oder ein Tommy Emanuel wird sich für so ein Kackbuch mit einer Tab setzen. Und warum sollen das Leute machen, die gerade anfangen, Gitarre zu spielen? Die haben natürlich nicht die Zeit, sich das rauszufummeln, weil die Leute haben, ne, irgendwann, wenn du nicht Teenie bist, ich kenne das selber, habt ihr das Video mal gesehen von Thomas Blug? Kennt ihr Thomas Blug? Ja. Ja. Ne, Thomas Blug, M1 und so. Ein großartiger Gitarrist, Strat King oder was er mal gewonnen hatte irgendwie. Und der hatte mal bei der Guitar Summit 2018, musst du mal eingeben, Spaß beim Üben oder mehr Spaß beim Üben. Mhm. Da gibt es ja immer diese Workshops, wenn ihr mal bei der Guitar Summit wart hier, da hat ja jeder, der so einen Workshop macht, so eine Dreiviertelstunde Zeit. Und dann steht da der Thomas Blug da mit seinem Gerätehaufen und erzählt den Leuten, was ist damals eigentlich passiert. Ne, und dann fängt er dann an so zu daddeln. Und erzähl dann, genau das habe ich auch erlebt, genau das sollte auch jeder andere erleben. Ich fing an zu spielen und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich habe Hunger und es war dunkel. So, dann ist man stundenlang weggetreten. So, und genau das Gefühl, das kennen die meisten überhaupt nicht. Die sitzen vor so einem Kackbuch, spielen zweimal diese vier Takte Übung dadurch, gehen zur nächsten Übung, obwohl diese Übung, die sie gerade gemacht haben, noch Galaxien von gut sitzen entfernt ist. Das kann es nicht sein. Und da kriegst du keinen Spaß. Deswegen sagen die meisten Leute sagen auch nur üben und nicht spielen. Ne? Und weswegen ich das von dem Malmsteen-Interview gerade erzählt hatte, da fragte irgendwie, er hatte Malmsteen so erzählt aus seiner Wäschekammer irgendwie, da war 84, das war das Jahr, wo er dann natürlich so mit Alcatraz durchgestartet ist und da war ein Gitarrenmagazin aus Japan irgendwie oder aus Tokio, keine Ahnung, irgendwo, ne? War dann irgendjemand da, hat ihn interviewt und er fragte ihn, how do you hold your pick? Und in dem Moment sagt er, guckt er auf seine Hand, ne, so, hat noch nie auf seine Hand geguckt. Oder auch die Frage, was für Übungen machst du denn täglich? Ne? Ich sage, ich übe nicht, ich spiele einfach, ich fummel mir das raus, ich höre mir das an und fummel mir das raus. Das hat er natürlich gemacht, als er sehr jung war und viel Zeit hatte. So, die Zeit hat man aber nicht, wenn man älter ist und Gitarre spielen will. Ne? Und jetzt kann es auch nicht sein, zum Beispiel, was Michael Sargmeister mal gesagt hat, glaube auf der Guitar Summit 2022, jeder, der nur eine Stunde am Tag Gitarre spielt, das macht überhaupt keinen Sinn. Das halte ich jetzt für eine total beknackte Aussage, weil klar, wenn man jetzt das oberste Niveau erreichen will, ich habe ja auch Leute, die wackeln hier rein und wollen, ich will so spielen wie Gussie Govan oder Andy James. Ich sage, Alter, ja gut, okay, dann kündige mal allen deine Freundschaft und dann setz dich hin, ne, werd so ein Soziopath wie die. Ich meine, letztendlich, die Leute sind verheiratet, nicht, dass die jetzt nicht ganz dicht sind, ne, aber das sind alles... Ja, das ist ja hier mit dem Dings war das ja genauso. Ja, mit dem. Ach, es fällt mir der Name nicht ein. Von Dream Theater. John. Ja, Petrucci. Ja. Genau. Ich war die ganze Zeit mit genau. Der hat ja damals auch in seiner. So, ne? Der ist oder hier der Music is Win. Der Tyler Larsen, über den hatten wir ja gerade auch schon mal kurz gesprochen. Ja. Er hat ja seine Jugend auch damit verbracht. Ja. Den ganzen Tag, wenn er von der Schule nach Hause kam, die Gitarre in die Hand zu nehmen und dann zu spielen wie Hendrix. Das war so sein großes Ziel. Und da hat er da stundenlang jeden Tag geübt und gespielt. Ja. Ne? Der hat natürlich sonst irgendwie kein Real Life gehabt, so wie diesen, andere Jugendliche. Diesen Sound, ne? Ich hab schon ganz ehrlich, ich hab ja jetzt auch bei weitem nicht so viele Videos wie andere Kanäle. Wenn ich mir das mal angucke mit ihren 600 Videos und oder 300 Videos. Und die haben, ich meine ganz ehrlich, ich habe mit knapp 40 Videos oder so, ich meine, ein paar davon sind jetzt Shorts, hatte ich auch mal probiert, bringt nichts. Ne? Vielleicht ein paar Aufrufe. Aber mit den paar Videos, die ich gemacht habe, so viele Abonnenten, da bin ich glücklich drüber. Ja. Ne?
Und ich habe aber auch so gemacht, da ist auch so viel drin einfach. Ich habe mir jetzt zum Beispiel vorgestern, habe ich mir mal alle meine eigenen PDFs mal runtergeladen von meiner Webseite. Ich habe die mal hochgeladen, in einen Ordner gepackt und mir mal alle durchgeguckt. Da denke ich mir, Alter, wenn da einer sitzt, der ist ja erschlagen von dem PDF. Teilweise, wenn ich jetzt nur an mein dreiteiliges Hybrid-Picking Batman und Robin denke hier. Hast du ihn noch gesehen? Hier, Batman, Robin. Professor Klassik. Der zweite war Pop. Der zweite Teil wurde so gut wie gar nicht angeklickt. Weißt du auch warum? Ne? Pop, Klassik und was war das andere noch? Country. Ne? Country ist Todesstreifen hier. Ne? Obwohl, ich muss mir die Toccata, die habe ich mir reingezogen. Die Toccata, siehst du, die war, okay, die war hinten. Ne? Mit dem Hybrid-Picking, das war cool. Den Pop und der Bauernlimme, mega. Also eigentlich Metalhead und jetzt sitze ich da und spiele Toccata, aber naja, was soll's. So, guck dir doch den Malmsteen an. Guck dir Malmsteen an. Guck dir zum Beispiel mal dieses 85 in Tokio, wo das vorne so anfängt, das sieht aus wie in so einem Puff mit so einem roten Licht überall, so roter Nebel. Und dann ist da noch, wer war da noch der Sänger da? Jeff Scott Soto. Kennt ihr Jeff Scott Soto? Geiler Sänger. Vom Namen schon gehört, ja. Und die haben mich damals gekappelt, dann hatte Jeff Scott Soto sich irgendwie ein Groupie abgeschleppt von Malmsteen und, nee, andersrum, Malmsteen von Jeff Scott Soto. Und dann hat Jeff Scott Soto Malmsteen ein blaues Auge gehauen. Das sind ja schon Motley-Fool-Verhältnisse. Ja, ich habe mir die alle mal, also nicht, dass ich, ne, quasi, ich könnte wahrscheinlich auch so ein Celebrity-Magazin aufmachen, so viele ganze Geschichten drumherum, aber das ist da halt passiert irgendwie anscheinend, weiß ich nicht. So, aber da, also wenn du dir auch zum Beispiel, ich habe damals zum Beispiel, es gab also damals Plattenbörse, kennt ihr sowas noch, Plattenbörse? Ja, ja. Genau so, ne, heute gibt es das ja gar nicht mehr, irgendwie nicht in der Form. Du kriegst jeden scheiß Bootleg mittlerweile bei YouTube. Ich habe Sachen gesucht, ne, und gefunden, unfassbar. Ich gucke mir auch lieber so Backstage-Videos an, wo jemand daddelt, aber ich habe mir damals von Malmsteen, habe ich mir alle möglichen Bootlegs besorgt, teilweise in einer unfassbar unterirdisch beschissenen Qualität und arschviel Geld dafür bezahlt. Aber da hörst du natürlich, ist auch egal, wie der Sound ist, aber du hörst ja, was und wie er spielt. Und er spielt jedes Mal anders. Das kannst du auch, wie gesagt, hier bei Rick Beato, ne, in einem Interview, da erzählt er das auch immer. Der komponiert einige Sachen aus, aber lässt sich ganz viel Freiraum, so, weil er einfach weiß, wie es geht, weiß, wie es funktioniert und weiß, was er macht. Das ist der einzige Ding. So, wenn du dir jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich meine, Malmsteen ist natürlich echt ein großartiger Gitarrist irgendwie, ne, schon seit der ersten Stunde, der hat es irgendwie rausgekriegt für sich. Und wenn man jetzt zum Beispiel so ein Schnellpicker werden will, dann kann man sich natürlich hier von Herrn Kilster diese Shred-Kurse besorgen oder zum Beispiel einfach mal gucken, kennt ihr den Kanal von Troy Grady? Ja, ja, Cracking the Code, die ganze Serie. Geil, ne? Cracking the Code. Ich kenne nicht. Diese ersten Filme, ich habe die mindestens alle dreimal gesehen, mit diesem geil animiert, diese ganze Zeitgeschichte, auch wieder mit diesem Malmsteen-Video. Ich habe ganz viele von diesen Videos da. Ich glaube, da ist gar nichts mehr drauf. Durch die Gammastrahlung der Sonne, die immer reinfällt. Aber ich kam damit nach Hause. Es war arschteuer. Ich musste mir das vom Zollamt hier in Kiel abholen. Das kam aus den USA. Dann bin ich hier irgendwie reingegangen. Also nicht hier, das war noch woanders. Aber ne? Dann habe ich mir diese Kassette genommen und ich habe mich so arschmäßig gefreut. Ne? So, ne? Rein in diesen scheiß Rekorder. Dann gucke ich mir dieses Heft dazu an, gucke mir das Video an und denke mir, Alter, das spielt er doch gar nicht. Da hat irgendein Scheiß darauf geschrieben. Genau das hat Trey Birdie auch gezeigt. Also der Typ hat so eine Teilung und vor allem, er ist großartig. Ne? So ein arschgeiler Gitarrist, der auch hier mit seinem Magnet, ne, das ist so ein Ding, das macht er auf dem Hals drauf, dann kannst du mit dem Handy gucken, so wie hier, ne, die Arbeit. Also das ist ja im Grunde das Hauptthema seines Kanals ist ja hier, ne? Ich muss ihn mal reinschauen, also ich kenne ihn noch nicht. Also ich habe mir gestern noch das Video von Martin Miller angeguckt. Also Martin Miller, großartig. Ja. Irre, was er macht. Und alles Alternate Picking. In der Geschwindigkeit, das ist nicht Cross-Picking, wie ich dann gestern erfahren habe, nennt sich das. Wenn er einen Downstroke spielt, aber mit dem Pick nach oben geht, so quasi über Kreuz so anschlägt. Ja. So kommt er nach jedem Seitenwechsel trotzdem nach oben raus und kann direkt zur nächsten Seite wechseln. Völlig klemm, wenn er irgendwie... Das ist... Ich,
ich habe jetzt vor kurzem erst für mich gelernt, irgendwie, wie ich lernen muss. Das ist ja so ein Ding. Das ist ja so eine Sache bei den meisten dieser großen Gitarrenvirtuosen, ob das jetzt Gilbert ist, ob das Vai ist, ob das Malmsteen ist, ob das hier der von Cliffs of Dover, Johnston und so weiter und so fort, wie sie nicht alle heißen. Das sind alles diese Soziopathen, die sich dann in ihrer Kindheit weggesperrt haben und dann geübt haben und geübt haben und geübt genau. haben. Und die erzählen dann immer wieder davon, die haben 8 bis 12 Stunden am Tag gespielt. Ja. So. Und klar, irgendwann, wenn du auf dem Niveau bist und diesen Enthusiasmus auch beibehalten kannst, dann bist du da von morgens bis abends im Flow-State. Da interessiert dich gar nichts anderes. Du bist voll in deinem Element und du machst das. So. Ich als Normalsterblicher habe irgendwann festgestellt, da passiert ja ein Leben außerhalb der Gitarre und an diesem Leben wollte ich teilhaben. Und das war für meine Musikkarriere quasi so der erste Sargnagel, den ich eingeschlagen habe. So, weil das Leben hat mich insofern beeinflusst, als dass der Enthusiasmus, den ich fürs Musizieren hatte, dass der flöten gegangen ist. Und den habe ich jetzt in den letzten paar Tagen und Wochen erst wieder für mich angefangen wiederzufinden. So, ja. Im Zuge dessen auch jetzt angefangen, wieder richtig zu lernen. Das Spielen dann. Bitte? Das Spielen. Genau. Also auch vor allem das Üben. So, früher habe ich einfach immer gespielt. Was übst du denn? Jetzt gerade bin ich so ein bisschen, ich hab ja seit Jahrzehnten gefühlt so die 160 BPM, die ich nicht überschreiten kann. Warum übst du das? Die magischen, weil ich darüber hinwegtäuschen kann, nicht gut spielen zu können. Dann kann ich wenigstens ein bisschen schneller spielen. Das ist ein ganz skurriles Ding bei mir. Spiel doch einfach geilen Scheiß. Geiler Scheiß ist nicht unbedingt schnell. Also es sei denn, ja klar, ich habe hier auch so Metal-Fritzen, die kommen hier rein, hier Blind Guardian oder so. Das ist ja meistens schneller Kram. Ne? Aber am Anfang ist schnell nicht möglich. Am Anfang ist schön, dann kommt geil und dann kommt schnell. Ne? Ich sag dir hier mit Hermann Lanz Aulendorf, weißt du? Mhm. Kennst du Hermann Lanz Aulendorf? Nee. Hermann nicht? Also du guckst meine Videos nicht, Arschloch. Erwischt. Nee, das ist was anderes. Warte mal, was denn? Ach warte, da war das ja ein Moment. Träger von 1943, glaube ich, war der. Ja. Der Metal-Traktor. Wenn du dann hier quasi. Ja, was hatte ich hier am anderen Sound? Na, guck mal hier. Ne? Stimmt, das Lautstärkeverhältnis ist jetzt nicht. Ist aber egal. Ich sage, guck mal, ne? Bei diesem, was war das? Starte deinen Metal-Traktor. Ne, genau. Das war von mir. Ist auch viel zu lang wieder. Aber das war ganz gut angeguckt, ganz gut angeguckt worden. Ich fand das Thumbnail auch sehr, sehr ansprechend. Also das fand ich schon sehr lustig. Ja, das ist zum Beispiel auch, guck mal, das letzte Thumbnail, was ich hatte, das war jetzt komplett KI generiert. Ich habe nämlich in meinem Videoschnittprogramm, ich habe Power Director von Cyberlink, heißt die Firma. Also kriege ich aber Geld dafür jetzt, oder was? Du warst gerade beim Traktor stehen geblieben. Ja, hier, Hermann Lanz Aulendorf. Ich habe hier nämlich Ludwig und Marius, das sind zwei Schüler von mir. Ludwig ist der Opa und Marius ist der Enkel. Und ach ja, das war aus dem Video. Gibt's, das ist wahr. Ne? Die kommen hierher, der hat ja hier in der Umgebung, ich wohne so ein bisschen außerhalb, und er hat in der Nähe so einen Hof und dann hat er so einen alten Hermann Lanz Aulendorf, boah, ich glaube 22 PS, 43... 43er Baujahr, frag mich, ich habe die Daten nicht mehr im Kopf. Ne? Und er macht dann genau das Geräusch. Dann habe ich im Internet, als er hier war, hat er mir gesagt, ja, ich habe so einen alten Hermann Lanz Aulendorf. Ne? Und dann hat er hier, dann habe ich im Internet so ein Sample gefunden. Ne? Das ist er. Fand er mega. Ne? Und was ich sagte erstmal, ne? Hier, der Gott, hier Zeigefinger, ne? Zweiter Bund, A-Seite. Ne? So, nur einfach, wie gesagt, diese warum so kompliziert, wenn es auch einfach geht. Was willst du? Ich habe zum Beispiel lang schon aufgehört, den Leuten am Anfang so Riffs wie Smoke on the Water, ich kann es nicht mehr hören. Oder TNT zu zeigen. Erstmal, die Leute kriegen das nicht hin. Das klingt immer scheiße am Anfang.
Das Ding immer kacke und ich habe ja mehrere, die denn. Ja, ich war bei AC/DC hier, ganz Rose und so. Ich meine, klar, Slash ist auch großartig. Angus Young ist auch ein großartiger Gitarrist. Ich meine, guck mal, auch wenn er jetzt hier aufgetaucht ist, hier. Habt ihr mal gesehen, so live AC/DC? Die letzte Tour, ja. Ne? Großartig, ne? Trotzdem macht seine Schuluniform, ne? Der Mann, der schwitzt, der Mann, der spuckt und der Mann hat wahnsinnig viel Spaß und das, was er denn so macht in seinem Adrenalin-Hype da irgendwie, das ist auch nicht immer perfekt. Aber Alter, das ist so geil und überzeugend und das Timing ist beinhart. Das Timing ist beinhart. Ne? Und wenn du jetzt zum Beispiel auch hier so einen Hermann Hans Auendorf hast, hier mit keine Ahnung, wie, ne, hier, so, dann hast du deine Achte. Ne? Ne? Dann fängst du erstmal an mit Achteln, dann habe ich ja alles schon erzählt am Metal Traktor. Ne? Hier mit, ne, keine Ahnung, erstmal nur die Viertel akzentuieren, also dann nur die Offbeats, ne? So, also die Onbeats, die Offbeats, dann 3-3-2 oder 3-5, additiver Rhythmus, dass man das erstmal hinkriegt. So am Anfang, dass der Fuß auch nur Viertel durchballert, auch wenn du jetzt zum Beispiel der Fuß, die meisten Leute vergessen den Fuß. Ja, ganz wichtig. Ne? Ganz wichtiges Element ist, der Fuß läuft es unten nicht, läuft es oben auch nicht. Ne, dann kommen die aus der Spur raus und ich meine, nichts ist besser als ein langsamer Traktor. Ne, der Opa hat sich hier einen Arsch abgefreut, großartig. Ne, und Marius natürlich auch. Ne, die fahren dann immer zusammen mit dem Trecker übers Feld da oder so. Ja, und dann hatte ich hinten dann irgendwie noch so ein paar Riffs. Natürlich, klar, hinten ist irgendwie alles möglich. Das kann man nie in der ersten Stunde machen, das ist ja ganz klar. Das ist ja nur eine Richtung. So, und wenn man sich damit hin, hier auch hier drei Könige der Power Chords mit Leerseiten, E5, A5, D5, ne, da gibt es Milliarden Sachen und ich sage ja auch in den Videos, ne, zum Beispiel auch viel zu lang, kenne ich. Ne, ich habe jeden Tag hier, jeden Tag Leute, die dann irgendeinen Kram reinschleppen, wo ich mir denke, klar, also ich meine, bei mir kriegt jeder Landkarten. Ne? Ich habe ja hier immer hier so Blanko-Zettel, da sind dann alle drauf. Guck auf die Karte. Das ist die Landkarte, so. Ja. Ne? Und das dauert 5 Minuten. Dann male ich hier irgendwas mit Textmarkern drauf und so, eine Akkordfolge oder irgendwie einen Riff mit Zählzeiten runter. Da braucht keiner Noten lesen lernen. Ne? Für Noten oder beziehungsweise Rhythmiknoten habe ich dann so eine Blanko-Vorlage. Ich nenne es immer das Gitarre des Rhythmusraster. Ne? Das habe ich mit allen möglichen, das sind jetzt Achtel. Dann habe ich natürlich auch Sechzehntel, Triolen, unterschiedliche Taktarten und sowas. Das dauert 2 Sekunden, dann habe ich da eine Rhythmik reingeschrieben, ohne dass ich jetzt hier halbherzig mit so einem harten Bleistift auf so einem Recyclepapier rumkritzel, was zu Hause keinen Arsch mehr lesen kann. Ne? Ja, nur dass die Leute keine Übersetzung, guck mal, angenommen, du kannst keine Noten lesen, ne? Fängst an mit Gitarre spielen oder auch jedes andere Instrument, also entweder machst du das irgendwie mit Farben. Die meisten Leute spielen nicht nach Noten, die spielen nach Zahlen. Ich frage jeden, der hier sitzt mit einer Tab, wo guckst du hin, oben in die Noten oder in die Zahlen? Unten. Da gucken immer in die Zahlen. So, GPS. Ne? So. Ja, ja. Das, ja, das ist leider das Problem. Ne? Je mehr du weißt, desto weniger brauchst du können. Das ist dann, wenn du mit einer Landkarte, und das ist auch nicht eine Sache, die in 2 Tagen gemacht ist, leg dir zu Hause die scheiß Karte hin, guck da drauf. Ich meine, kommst du in eine Stadt, wo du nicht weißt, wo du bist, wenn du mal irgendwo, keine Ahnung, kommst du in eine Großstadt wie Köln oder so und bist noch nie da gewesen, stolperst du aus dem Bahnhof raus, das Erste, was du machst, Handy, hier Google Maps vor die Fresse und dann guck. Ja, ja, aber dann machst du dir auch keine Wegbeschreibung da an, eine Wegbeschreibung, da kannst du nämlich nicht sehen, wie die Karte aussieht, wie weit das weg ist. Du brauchst keine Wegbeschreibung, hier kennst du bestimmt auch, ne, die einzelnen Punkte drunter. So, dann machst du eine Karte und dann siehst du, ach ja, okay, jetzt muss ich geradeaus, dann muss ich rechts, da ist dann See oder was oder keine Ahnung, oder eine Brücke. Und da gehe ich dann rüber, das sieht man ja schon von Weitem. Und wenn du ein paar Sachen eben kennst, ne, das ist natürlich alles sehr komplex, deswegen, es geht auch nicht von heute auf morgen. Und wenn einer noch nie nach Noten gespielt hat, will aber spielen, soll aber erstmal Notenwerte entschlüsseln und dann auch noch das Spielen gleichzeitig lernen und bam, und da ist nämlich genau der Fehler. So, du kannst doch auch keinem Kind, was noch nicht mal in der Schule war, noch nicht mal lesen und schreiben kann, keinen Goethe in die Hand drücken oder einen Shakespeare. Die guten Faust, ja. Das kannst du, ja, oder so, ne, komplizierter Kram, das kannst du vergessen. Ja, du brauchst den ganzen Ansagen und deswegen natürlich die Flucht in die Tab, ne, hier mal zeigen, hier down, down, up, up, down, up, so, ne, Zählzeiten mitsprechen, lernen, ne, da fällt es den meisten auch schwer, bis 4 zu zählen, aber das innerhalb kurzer Zeit. Innerhalb kurzer Zeit kriegt man das hin. Man muss die Leute immer nur, komm, Alter, mach das, komm. Ne? Das hilft dir weiter. Und dann irgendwann macht das Klick, das geht. Das ist definitiv. Das ist aber mein genau Gitarrenlehrer,
Der hat ja damals auch, wie gesagt, der hat sich das ja angeguckt und hat gesagt, du musst auf jeden Fall erstmal Rhythmik lernen, das ist ganz wichtig. So, und dann hat er gesagt, nimmst du Metronom. Jetzt hatte ich aber noch so einen Drumcomputer von Boss, diesen Dr. Rhythm zu Hause. Ja, das ist gut. Und den habe ich dann angemacht und dann hast du ja zig verschiedene Beats. Du kannst ja Metal Beats, du kannst Jazz Beats oder alles Mögliche war ja da drin. Der war auch richtig gut. Ja, und dann habe ich dazu halt diese Übung gemacht und dann erstmal gelernt, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einer Viertel, einer Achtel oder Achtel Triole. Bitte? Kann ich fragen, welche Übung das war oder welche, wie die Übung. Ja, wie gesagt, das war halt dieses Buch von diesem Schlagzeugunterricht, wo eigentlich. Das fing an, dass du dann einfach nur erstmal die Viertel hattest, dass du auf dem Schlag dann immer 1, 2, 3. Mit einem Akkord oder was? Oder einfach klar? Nein, einfach nur abgedämpft, Dead Notes und dann einfach nur erstmal hier in der rechten Hand quasi, dass man hier dieses Rhythmusgefühl kriegt. So gar nicht erst mit Akkorden, sondern wirklich nur so Deng, Deng, Dede, Deng, 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 Dede, Deng und so weiter. Ja. Dass man das dann auf dem Beat zum Schlagzeug oder zum Metronom halt gespielt hat, sodass du dann auch wirklich in Time warst, dass dann dein Schlag auch mit dem Schlag aus dem Drumcomputer kam. Wo du gerade das erzählst, du bist ja jetzt bei Patreon, herzlich willkommen bei Patreon. Ja. Und vielen Dank für die Unterstützung. Ja, aber hast du dir mal diesen Rhythmus-Hack da angeguckt? Nee, ich habe mir jetzt erstmal nur, ich bin ja darauf aufmerksam geworden, ich bin auch erst seit 2 Tagen dabei. Ja, ich ordne das demnächst noch in Kollektion. War das vorgestern. Ich hatte ja einfach mal reingeschaut und habe gesehen, da war nämlich ganz oben Dark Country. Da habe ich schon mal solche Augen gekriegt. Ne? Ein Beispiel hier aus England, und dann, aus dem Unterricht. Und dann auch noch Evil Ways von Blue Sarazino. Ja. Genau. Da habe ich eine ganz feuchte Hose gekriegt und habe ich dann direkt erstmal dort abgeschlossen. Weil das war so mein Einstiegssong in diese ganze Dark Country. Geschichte. Da bin ich damals über Red Dead Redemption, ein Computerspiel, drauf aufmerksam geworden. Ah. Und ich fand es einfach nur geil. Aber du findest dazu auf YouTube so gut wie gar nichts. Nee. Aber also das ist so eine Musikrichtung, die irgendwie kaum einer auf dem Schirm hat, obwohl da so richtig geile Sachen gibt. Ja, das hat sich ja auch irgendwie, ich glaube, guck mal, das sind so Begriffe. Dark Country ist düster, Skelette, da irgend so ein Typ mit 2 Knarren, da irgendwie Brüse. Und alles. Ja, und klingt cool. Musik natürlich echt grottig irgendwie, ne? Sag mal, Dark Country, was ich sagte hier, ne? Guck mal hier. Kennt ihr Gotha hier? Ne, ich habe hinten an der Gitarre habe ich so ein, kennt ihr, ne? Hier, das ist so ein. Die Tuner, ja. Ja, das sind die Tuner, ne? Ganz ehrlich, ich finde das Ding eigentlich scheiße. Ich habe mir damals mal 2 Stück geholt. Immer wenn ich da zurückmache, stimmt die Gitarre nicht mehr. Jetzt geht's wieder, ne? Quasi. Aber. Vorführeffekt. Ne? Hier. Es geht schneller, wenn man die nach dem Ohr stimmt. D-Seite, D-Seite. Hier quasi. Und dann liegen die Töne natürlich mega hier. Ja. Ich glaube, das Tuning macht auf jeden Fall Sinn dann. Und ja, klar, ne, guck mal, das war ja auch nur ein Teil. Das ist einmal dieses D, rumgeeiert mit D, scheißegal, was man da spielt. Und da gibt es ja diesen kleinen Turnaround, will ich gar nicht dazu sagen. Ne, Powerchord kennt ihr, ne, hier Drop D, brauchen wir nur einen Finger. Ne? So, da kann man natürlich hier einfach Pentatonik hier. Ne? So, und dazwischen die Blue Note. Ja, so. Spielt man jetzt was anderes damit, da kannst du auch mit Hartgasserre, mit einer Nylonmöhre oder irgendwas anderem spielen, scheißegal. Ne? Das ist halt dieser Sound. Und wenn man damit mal anfängt, eigentlich ist es ja das Älteste der Welt. Mit einem hier einem Konvolut an Grundtönen und Quinten. Ne? Und dann einfach nur, habe ich mal gemacht, wo war denn das? D-Day. Guckt sich eigentlich kaum jemand an. Ne? Da war so ein Ding hier mit dem Mittelalter, wo ich dann hier irgendwie ein paar Tage eingesperrt war und mir aus der toten Ratte ein Sitzkissen gebaut habe auf der Kiste. War das nicht der spanische Teppich? Nee, das war das Erste, das war anders. Da war ich ja in einem spanischen Castle unterwegs. Ja, ja, genau. Und an der Wand das Gekratze von... Fand ich auch gut. Ja, das war großartig. Ich weiß nicht, D-Day oder H-Bomb, das waren, glaube ich, eins dieser beiden Videos. Ah, ja, ich kriege auch wieder durch... Das war mein Einstieg bei dir, also dadurch habe ich dich gefunden quasi. Ja, aber und da musste ich mir direkt alle anderen auch noch angucken. Ja, ganz genau. Ne?
Aber das meine ich ja immer. Guck mal, du kannst mit so einer bekackten Celotonleiter auf einer G-Seite auch arsch viel Spaß haben, was ich sagte, guck mal, eine Celotonleiter hier. So, Celotonleiter jetzt Grundton D. Ne? So, und jetzt nimmst du die Töne von der Celotonleiter hier, Landkarte. Ne? Kann man sich auf die Landkarte malen und drop D. So, zack, hast du eine Strumpfhose an und Kettenhemd. Alter, wie geil ist das denn? Das stimmt, ne? Das ist cool. Das ist großartig. Ja, aber das, das sage ich ja. Guck mal, das, das sind so Sachen, die kann man in zwei Stunden. Ne? Und ich muss da natürlich wieder, Alter, ne? Ich schreibe ein Drehbuch, ne? Mach Rücksprache mit George Lucas und Steven Spielberg, ob das jetzt auch ausreicht, was ich mir da ausgedacht habe. Ne? So, aber das meine ich ja eben, das kann man ja schnell umsetzen. Ne? Blöd ist immer, man muss das irgendwie attraktiv machen, dann muss man ein Thumbnail haben, was du im Grunde auch vorne auf die Bildzeitung draufpacken würdest. Hauptsache die Leute kaufen das Scheißblatt. Ist so. Ja. Brauchst mittlerweile bei, ne? Mach das doch mal, nimm einfach nur einen Screenshot, schreib einfach nur hin, irgendwas mit D. So, ne? Alle dran die, vorbei. Die keiner an. Keine Chance. Keine Chance. Das ist auch ein Druck. Also manchmal überlege ich länger, was auf so ein scheiß Thumbnail rauf muss, als über den Inhalt. Inhalt für ein Video, ich habe tausende von Ideen. Ich könnte jeden Tag genauso viele Videos machen wie Tomo Fujita. Ne? Mindestens. Ne? Mindestens. Die ganze Zeit. Ja, ja, guck mal, like this. So, und dann schreibt er auch noch irgendwas drauf. Ich meine, seine Videos, der hat ja auch über eine halbe Million Abonnenten. Da gucken sich aber auch nur 3000 Leute mittlerweile so ein Video an, weil er sich auch dauernd dann irgendwann wiederholt. Dann kommt er wieder mit diesen Blues oder ne, hier B-Flat oder Jazz-Songs. Er hat auch seine Favorites. Ne, er verbrennt sich da auch dann so ein bisschen, finde ich. Das muss auch nicht sein. Also vielleicht auch zu viel. Ich finde es immer ganz gut, wenn man so einen Punkt hat und hier gar nicht schlecht, wenn man nicht ganz so viele Videos hat, die man vielleicht auch noch ein bisschen im Kopf hat, wo man während des Videos auch noch, wo einem einfällt, wo man das schon mal gezeigt hat, dann kann man da natürlich klassisch statt Masse, ne? Leute auf die anderen Videos kriegen. Ja. Ne? Das gibt so viele, ja, es geht ja jetzt nicht um YouTube-internen Scheiß, sondern einfach, ich meine, es muss ja irgendwie auch interessant sein für jemanden, der sich mit dem Thema Gitarre beschäftigt. Ne? Ob das jetzt hier Basteln ist, zum Beispiel Basteln habe ich nie gemacht. Niemals. Ich habe keine Ahnung, was hier für Pickups drin sind. Es interessiert mich ein Scheiß. Also wenn das nicht klingt, kommen eine andere rein. Ne? Ganz ehrlich, ich bin noch nicht. Hier habe ich neulich zum Beispiel gesehen, ich habe hier einen Schüler, der ist Gitarrenbauer. Ne? Stefan Zander aus Kiel. Ein arschgeiler Gitarrenbauer. Ne? Arbeitet ganz eng mit Peter Weihe zusammen. Und Peter Weihe hat jetzt auf der Guitar Summit 2023 so Keile vorgestellt. Ach, das habe ich gesehen, ja. Hast du es gesehen mit Kloppmann? Ja. Ne? Das ist ja der Kloppmann. Und Peter Weihe auch mit der Zeit im Nacken. Ne? Peter Weihe ist auch ein arschgeiler Typ. Ne? Peter Weihe mit der Zeit im Nacken und dem Zander-Kästchen, das ist eine arschgeile Idee von Stefan Zander. Stefan Zander hat diese ganzen Sachen entwickelt und so, da muss ich erstmal, ne, so. Und dann packt er da hier unter die Bridge hier so Keile. Ja. Und du glaubst gar nicht, ne, wie sich der Sound verändert durch das Runterpacken von Keilen aus unterschiedlichen Hölzern. Ne, dann hat er teilweise auch so zwei Hölzer, also ne, die er verleimt hat wahrscheinlich. Also ein Genörde, das glaubt man gar nicht. Ne? Und dann saß da der Weihe und hat dann immer die gleichen Licks. Dann hat er so einen Assistent gehabt dann. Der hat dann immer, mach nochmal Beispiel 4 an. Ne? Und hören sich die Leute Beispiel 4 an, spielt er Beispiel 4 auf der Gitarre dann. Ne? Damit das immer die gleichen Beispiele sind, damit man eine Referenz hat. Ne? Und dann hört man, wie sich dieser Sound verändert, nur weil er da Keile unterstopft. Mit der Zeit im Nacken. Ne? Merkt man ja schon, dass er dann, ach scheiße, so ein bisschen durchdreht dann, weil er die Zeit im Nacken halt hat. Ne? Ja, ich fand es sehr unterhaltsam, aber auch sehr interessant auf jeden Fall. Hätte ich nämlich auch nicht gedacht, dass das irgendwie. Ja, aber so kann man auch. Erstmal auf die Idee zu kommen, da einen Keil drunter zu stecken, da wäre ich nie drauf gekommen. Ja, aber das macht er schon länger. Also der ist echt innovativ. Ne? Hier Stefan Zander, Kiel. Stefan Zander. Ne? Großartiger Typ, geile Ideen, also ein richtiger, so ein Gandalf des Gitarrenbaus. Auch so ein Yoda-Typ ist das. Also auch sehr, sehr, ne? Sehr philosophisch. Wir philosophieren hier auch viel, wenn er hier sitzt. Wir reden dann auch über alles Mögliche. Ja, das ist toll, das macht Spaß. Ja, glaube ich, das. Darum geht es ja. Ne? Also, guck mal, generell ums Gitarrenzeug. Also, was ich sagte, also mich interessiert gar nicht so sehr auch zum Beispiel diese Technikvideos.
Ich bin überhaupt nicht up to date, was für Plugins das gibt für irgendwelche. Ich habe eine Zeit lang also auch wirklich intensiv Sachen aufgenommen, produziert. Ich habe nächtelang am Rechner gesessen, irgendwelche Schlagzeugspuren editiert. Würde ich heute nicht mehr machen. Da verbrennst du die Zeit. Das hört nachher kein Arsch. Ne? Und was ich sagte mit dieser spontanen Idee, ich habe auch teilweise Ideen für Riffs gehabt. Dann habe ich eine Woche lang an diesem Riff rumgebastelt, das dann aufgenommen. Und dann das erste, was ich aufgenommen hatte, mir nach dieser ganzen Ackerei dann irgendwie nochmal angehört und musste ganz oft mir eingestehen, der erste Take, der war es eigentlich schon. Ja, kenne ich. Ja? Kenne ich auch noch von früher. War die beste. Und dann bastelst du darum, hier noch das Klick, hier noch diesen geilen Lauf da. Da hast du stundenlang für diesen scheiß Lauf da geübt, den keine Sau hört. Ja, das nervt, mach mal aus. Das erste Riff ist geil. Das erste finde ich besser. Du hörst. Ich so, scheiße, die Arbeit umsonst. Daraus lernt man aber auch. Also bitte nicht so viel Arbeit reinstopfen in Sachen. Und hier habe ich auch, sage ich hier jedem, ich glaube, die wenigsten machen das. Hier, so ein Tagebuch auf dem Handy. Kein Video, nur Audio. Ne, beim Video guckt man sich ja mal an, wie sehe ich denn da aus? Oh, geil. Ne, so, nur Audio, dass man sich nur selber hört. So, ne, dann setzt man sich hin mit einem Thema, keine Ahnung, eine Akkordfolge oder man spielt irgendwie ein kleines Solo oder meinetwegen, was weiß ich, so ein One-Man-Jam. Und dann sagt man so, das ist jetzt richtig geil, ich mache mal eine Aufnahme. So, und sobald man ein Diktiergerät anmacht, dann hast du ja schon mal ein bisschen diesen rote Lampeneffekt, ne? Dieses, ach scheiße, jetzt muss das passen. Und dann stellt man fest, wenn man Aufnahme drückt, verklippert man sich erstmal die ganze Zeit. Und das ist natürlich irgendwie ein geiles Training, um, wenn man jetzt in so eine Stresssituation kommt, wie ein Auftritt, Studio, aufnehmen, irgendwas. Ne? Die meisten machen das nicht, die dann vor sich hin, verspielen sich die ganze Zeit, damit haben die sich auch irgendwann abgefunden. Ach, schade, naja, gut, egal. Ne? So. Und dann, pass mal auf, wie geil das ist, wenn du mal eine Aufnahme machst von dem, was du da spielst. Das muss ja nicht perfekt sein. Das ist es bei Hendrix auch irgendwie nie gewesen. Da schabt das hier irgendwie, ne, letztendlich, was weiß ich, wenn man perfekt werden will, der Weg ist das hier. Da musst du dich aber die ganze Zeit kontrollieren und nicht irgendwie üben wie ein Geisteskranker. Muss eigentlich echt alle regelmäßig, alle paar Tage, das muss ja auch nicht täglich sein, mal eine Aufnahme machen von dem, was du da spielst und auch nicht direkt danach anhören, sondern einfach mal vergessen. Gib dem Ding Namen, keine Ahnung, kannst das irgendwie Klaus Dieter oder Backfisch mit Kraut nennen irgendwie und dann speicherst du das ab, vielleicht mit dem Grundton, dass du dich ungefähr noch daran erinnerst, was es war und dann archivierst du das auf deinem Handy, das frisst nicht viel Speicher und dann alle paar Wochen hörst du dir dann mal so, was habe ich denn da gemacht? Gott, war das scheiße. Na gut, okay, dann kann man es ja auch löschen. Aber dann hast du auch das Erlebnis, Gott, war das geil. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an meine erste Band. Da hatten wir dann hinterher auch mal so ein paar Proben einfach mal so auf doof mit Video aufgenommen. Ja. Also haben einfach den Camcorder in die Ecke gestellt und standen wir da und haben gespielt. Und wir dachten auch, dass wir richtig gut spielen und war richtig geil. Ja, dann haben wir uns dann so ein paar Tage später mal zusammengesetzt und unser Video angeguckt. Dann saßen wir da alle so, oh Mann, oh nein, was haben wir denn da gemacht? Kennst du aber auch umgekehrt. Ne? Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang, wo ich hier in den 90ern mit Bands, da hatte ich einer der ersten kleinen Camcorder, da hatte ich jeden Auftritt, also irgendwo an die Seite die Kamera gestellt, dass man zumindest irgendwie ein paar Leute sehen konnte. Und die habe ich dann ein relativ gutes Mikro, also die hatte auch nicht gleich, habe ich dann irgendwie, die konnte man manuell aussteuern, dass es nicht die ganze Zeit schreit da. Ne, so, das war irgendwie, dann habe ich noch so eine Zoom Q4 mir mal irgendwann geholt und dann halt quasi, die macht geile Aufnahmen und auch wirklich ein gutes Video, außer mit Blau kommt die nicht klar, Licht. Ne? So, dann habe ich auch gedacht, dann bin ich mit dem Drummer, wir sind dann, keine Ahnung, teilweise noch hunderte von Kilometern nach Hause gefahren, haben zu Hause oder ne, im Proberaum und dann noch zu mir, habe die Kamera, lass doch mal ein Video gucken von heute. Ne, dann habe ich gedacht, Alter, war das ein scheiß Gig, ne? So, dann mache ich das Ding an und denke mir dann, eigentlich, ich habe ein Gefühl damals da gehabt, das war scheiße und das war nichts zu hören von Scheiß. Das war alles gut. Das kann dann auch täuschen. Das kann bei den Auftritten habe ich mich immer so ein bisschen an die Publikumsreaktion gerichtet. Wenn die alle voll sind, Alter, dann ist egal. Ja, wenn. Also so Stage-Dive und Crowdsurfing, das war bei uns eigentlich immer in der Tagesordnung und wenn das stattgefunden hat, dann war eigentlich alles gut. Machst du da noch was? Bist du noch musikmäßig unterwegs? Nee. Damals dann mit der Band, das hatte sich dann irgendwann erledigt. Und ja, schwierig dann wieder, ich sag mal, eine neue Truppe zu finden, wo ich sag mal auch die Chemie passt. Ja, da würde ich aber vielleicht einen kleinen anfangen mit Jam oder so. Mal, Drummer, such den Drummer aus dem Proberaum. Das ist schon mal klar. So.
Ne? Drama hat immer einen Raum. Ja. Auch wenn es ja? ein kleiner Raum ist, aber stimmt. Ja, reicht aber auch. Also wenn ich mal an unsere Proberäume denke, früher, so wir hatten von ganz groß bis ganz klein und finster und feucht. Da waren Bunker vorbei. War feucht. Bunker waren wir auch mal, war auch interessant. Bunker auch gut. Ne? Oder auch Polizeieinsätze da, ne? Und kommen dann da an und dann, ne? Und dann so. Also nicht jetzt, weil man da rumrandaliert hat, sondern irgendein Anwohner, der 400 Meter weiter ein Haus hat, der fand dich dann halt scheiße. Ne? Und dann ruft er die Polizei, verdammte Kacke. Obwohl du einen Mietvertrag hattest, wo dann auch irgendwie No Limit hier. Ne? 22 war keine Grenze. Ne? Wir konnten ja meistens sowieso erst ab 8. Ne? Und bis 10, so, das ist ja schnell rum. Dann redest du vorne 10 Minuten, 20, halbe Stunde privat. Man soll nicht glauben, wie schnell so also 2 Stunden Bandprobe wieder die Zeit verrennt. Also das ist enorm. Ja, nettes Spielen und dann auch nicht die ganze Zeit nur quatschen oder saufen, ne? Ist auch scheiße. Ja, das mit dem Saufen hat dann zum Glück nicht gehasst. Ich hab's immer gehasst mit den Proben, weil auch mit den Aufnahmen, das haben wir auch gemacht. Wir haben immer irgendwie, wenn wir einen Auftritt hatten, haben wir die Kamera hingestellt, weil ich wollte mir das angucken. Ich wollte mir angucken, was habe ich an Scheiße gebaut, was habe ich gut gemacht, woran muss ich arbeiten. Die anderen haben sich halt immer angeguckt, boah geil, guck mal, was ich da gemacht habe und hier hast du den Stick-Trick gesehen und was weiß ich nicht was. Und ich habe mir gedacht, ja toll, Stick-Trick. Du hast aber die Snare nicht getroffen. So, also, ja. So, und so habe ich mich dann immer verstritten mit allen Leuten. Und genauso gleich mit den Proberäumen, man hat sich dann da irgendwie eingefunden. Ich wollte proben, ich war startklar und der Drummer war noch dabei, sein Pedal wieder zusammenzuschrauben und hatte währenddessen 2 Bier-Intus. Und als es dann losging, war er schon wieder so stramm, dass er gar nicht mehr gerade spielen konnte. Ja, da muss man schon ein bisschen Disziplin mitbringen. Also ich meine, klar, es sei denn, es ist eine reine Spaßkapelle und der Vorwand, sich eben abends ein bisschen zulaufen zu lassen, wenn man es dann irgendwie noch nach Hause schafft. Aber guck mal, das ist ja auch ganz normal mit so einer Band. Ne? Da guckt ja erstmal jeder nur auf sich. So, und wenn man mit der Band aber weiterkommen möchte, angenommen, man macht kein Coverkram, sondern eigenes Zeug, da geht es ja um das gesamte Bild. Auch mit Coverzeug. Ne? Wenn man da nur zum Beispiel mit dem Nagel rumsteht und dann irgendwie, oder auch zum Beispiel immer mit der Fresse zum Schlagzeuger probt. Das ist zum Beispiel auch so ein Ding. Ne? Ja, das sollte man sich schnell abgewöhnen. Auf der Bühne stehst du da und hast die Fresse zu den Leuten hin. Und der Schlagzeuger sitzt, ne, der guckt auf deinen Arsch. So. Und dann hast du keinen Kontakt zum Drummer. Und dann fühlst du dich auf einmal nicht mehr sicher, weil du den Drummer nicht sehen kannst, weil der die ganze Zeit zugucken durftest, wie der da so rumrührt. Da konntest du dich immer geil dran orientieren. Aber jetzt musst du das ohne Blick, ohne Sichtkontakt machen und musst noch vielleicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwo hinzeigen, wo niemand steht. Ne, diese berühmten Schwenke, ne, sowas. Und dann irgendwie vielleicht auch noch ein bisschen Kontakt aufnehmen mit den Leuten. Ne? Hier vielleicht, wenn du gar nicht spielst, vielleicht nochmal die. Ne? Immer so ein bisschen Blickkontakt vortäuschen. Ja, so. Ja, das kenne ich auch. Ja, genau. So, aber das haben wir auch nicht gehabt. Ne? Hm. Weil man dann immer, ne, ich stehe hier in der Ecke. So, dann hat man seinen Stammplatz in der Ecke. Ne? Ist der Teppich auch schon schön durchgescheuert an der Stelle. Ne? Und dann siehst du immer, wer am meisten säuft. Da ist nämlich der Stapel mit Bierdosen und Flaschen am größten. Wir müssen mal wieder aufräumen hier. Da steht überall Zeug rum. So, kommst du nicht mal. Ne, da vergisst du. Da hast du irgendwie. Oder zum Beispiel Bands, die nur proben, aber nie auftreten. Auch geil. Ne? Ja, das verstehe ich auch nicht, weil das Auftreten, das war ja eigentlich das, was am meisten Spaß gemacht hat. Ja, ist aber auch ein Ritual dann einfach. Diese Probe, ich würde da auch. Früher habe ich auch immer darüber, mache ich nicht mehr. Ne? Das ist halt, wie gesagt, die Leute treffen sich denn da, machen zusammen ordentlich Krach und haben da ihren Spaß, spielen ein paar Sachen nach. Das muss auch nicht perfekt sein. Alles gut. Und dann ist vielleicht einmal im Jahr so ein Garten-Event. Ja, ne? Hat einer, keine Ahnung, seinen Geburtstag und wir werden da spielen auf Teufel komm raus. Lass mal gucken, dass wir so eine Stunde mal so richtig geil hinkriegen oder auch länger. Ne? Und dann mal sich um eine Anlage kümmern und wie wir da, ne? Und das ist auch, das ist ja auch so ein Highlight dann. Das ist alles gut. Ne? Bei anderen Bands, die dann in, keine Ahnung, in der Woche irgendwie 4 Gigs haben oder 5, wo es dann gar nicht mehr darum geht. Ich habe zum Beispiel, kennt ihr United 4? Das ist so eine Band, die tritt da mit so Kuhfällen auf. Mhm. Ach, vielleicht doch schon mal. Die haben Schlager in so einer Metal-Manier. Die waren auch schon mal bei RTL, glaube ich, Supertalent oder sowas. Ja, vielleicht kenne ich die doch. Das war zum Beispiel eine Band, die haben früher die fieseste Schlagermucke gemacht, ne, mit so einem hier Glitzer-Jackett und so, United jeder vor sich so ein Aufsteller von der peinlichsten Heinz-Strunk-Sorte. Also das ganze Programm, ganz fies.
Ne? So, und irgendwann haben die diese Idee gehabt, mit diesen, die hatte ich aber auch. Ich sag, Alter, lass uns mal Schlager machen und diesen ganzen Popkram und diese ganzen peinlichen Nummer in der Metal-Version. Ich sag, Alter, das guckt sich doch kein Mensch an. So. Ne? Und die haben, ja, und die haben, ne, die kriegen Gagen, Alter. Und die haben, ich hab mal mit einem, wir haben mal zusammen hier irgendwo gespielt mit United Four, da habe ich mit dem einen gequatscht. Wo seid ihr denn morgen? Wir sind morgen in Köln. Ich sage, ihr seid morgen in Köln, das war später am Abend. Die haben dann morgens in Köln, die hatten mit Spar, glaube ich, damals, hier, Supermarkt kenne ich, glaube tot, mhm, ne? Spar einen Deal gehabt, dass sie an jedem Samstag irgendwo in Deutschland vor einer großen Spar-Filiale spielen. Ne? Und dann sage ich, ich da jetzt hin, ihr habt doch, denn die haben einen riesen Bühnenaufbau, vorne so ein Rinderschädel mit Hörnern und hier auch hier irgendwie Rammstein, Feuer und alles da. Ne? Da haben zwei Bühnen und die andere Bühne, die wird dann da aufgebaut, wir gehen gleich in den Flieger und fliegen dahin, Punkt. Mhm. So, da kannst du mal sehen, wie so eine Band dann organisiert ist. Also das ist schon semi, also die haben, achso, Frau Google wieder, was hast du denn, Chase, hier? So, guck mal hier, einmal Stopp drücken, müssen wir gleich wieder synchronisieren? Ich habe ja selber irgendwie versucht, damals so diesen verhassten mittlerweile Nickelback-Approach zu machen. So, das ist ja, das schickt sich ja irgendwie im Internet, Nickelback zu hassen, weil Nickelback so unglaublich scheiße sind, obwohl bei Nickelback so eigentlich von vorne bis hinten einmal alles durchkonzipiert ist. Der Chad Kroeger, der Sänger von denen, der ist hingegangen und hat irgendwann mal die letzten 20 Jahre Pop-Rock analysiert, hat er für sich sein Schema ausgearbeitet, was ein Song beinhalten muss und schreibt so seine Songs und treffsicher, hatte eine ganze Zeit lang alle zwei Wochen gefühlt einen neuen Song in den Charts gehabt und ja, er verdient sich dumm und dämlich mit seinem Zeug. Der hat jetzt all die Möglichkeiten, das zu machen, wo er tatsächlich Bock drauf hat, in seiner Freizeit. Ja, ja, die haben das ja auch clever gemacht. Aber den Schritt, den wollen viele Leute gar nicht gehen. Die sind dann zu... Also ich hab's immer auf die Art und Weise versucht. So, aber das ist bei den Leuten, also nicht beim Publikum, die fanden das in aller Regel eigentlich immer ganz in Ordnung, weil das war gute Musik, die dabei rumgekommen ist, aber die Mitmusiker, die fanden das immer doof, weil die wollten unbedingt immer ihre Leidenschaft ausleben und all sowas. So, und ich fand's halt immer schwierig, weil, ja, naja, das ist schön und gut, halt, aber deine halt Leidenschaft ist halt nicht gut, klanglich. Ja, aber das ist halt also der Preis. Das ist genau das gleiche wie bei John Norum, hier dem ersten dem hier Gründungsmitglied auch von Europe. Ne? Mhm. Dann hatten die ihren großen Hit damit, den ersten großen Hit hier, Carrie und It's a Fine Girl. Geil, ne? Also das sollte erst gar nicht auf die Scheibe. Die fanden den Song eigentlich alle gar nicht so doll. Und der Song, der lief damals rauf und runter, ja, da ist sie nicht dran vorbeigekommen. John Norum hatte keinen Bock mehr auf diese ganzen Interviews, auf das Ganze drumherum, der wollte einfach nur spielen. Mhm. So, und dann hat er sich von der Band verabschiedet und dann kam hier, wie heißt er, Kimarcello oder wie man den ausspricht. So, und John Norum, der macht ja heute noch, ich weiß nicht, ob ihr den mal beobachtet habt, der ist ja, mittlerweile ist er ja wieder bei Europe, aber der hat ja auch Soloschreiben gemacht. Ich meine, das ist ein großartiger Gitarrist, auch ein cooler Typ irgendwie. Und er macht auch weiterhin, jetzt wo Europe im Moment, glaube ich, nichts mehr macht, hat er irgendwie auch, glaube ich, neue Songs gemacht. Ich habe den abonniert bei YouTube, weil der hat einen ganz kleinen Kanal, John Norum. Ich weiß nicht, ob da Official hintersteht oder sonst irgendwas, sieht man mal sofort. Die Videos, die sind dann halt auch, siehst du halt, dass es auch nicht wirklich professionell ist. Dann hat er da irgendwie so einen alten Pelzmantel an. Ich dachte erst, das wäre eine Frau. Ne? So eine runtergekommene Obdachlose, also ne, ohne jetzt jemanden zu nahe, aber ne, dachte ich so, dann sind die da in irgendeinem alten Raum da, genau wie heißt der noch hier, auch großartige Julian Turner. Kennt ihr Julian Turner? Nein. Name sagt mir gerade was, ja. Rainbow-Sänger, natürlich. Rainbow, genau, Graham Bonnet, Julian Turner, auch nachdem Malmsteen wieder nach seinem Handbruch zurückkam mit der Odyssey-Scheibe, Julian Turner. Da gibt es auch diese geile Live-Aufnahme hier aus Leningrad, live in Leningrad, Malmsteen live in Leningrad, ja, mit Julian Turner. Ein mega geiles Konzert, großartig. Ne? Hier Malmsteen mit seinem roten Marokkjäckchen, also alles großartig, ja, alles fantastisch. Vorne noch irgendwie diese Outtakes da, wo sie dann da irgendwie am hier, ne, die Rockstars an der Eider, hätte ich fast gesagt, an der Elbe. Ne? Aber ja, Julian Turner, ne? Auch so dieser so Altmeister, großartige Sänger, aber eher die Tingeln. Also wie Rex Gildo vor, im City Park. Ne? Der dann das auch irgendwann nicht mehr ertragen konnte, dass er denn, oder hier Reinhard May über den Wolken. Er hat auch keine anderen Lieder geschrieben, wenn er über den Wolken, ich weiß gar nicht, wie der sich fühlt, wenn er das machen muss.
Über den Wolken, über den Wolken. Ne, so. Ja, Roy Black ist ja da auch daran zugrunde gegangen. Roy Black. Ja. Der wollte ja eigentlich auch immer so klassischen Rock machen, so Rockability. Und dann hat er irgendwann mal Schlager gemacht und das kam dann auf einmal an und dann musste Jürgen er das Dreh's nur noch machen. Jürgen Dreh's und, auch. Großartiger Jürgen Dreh's. Und dann Dreh's. Hat er Depression und Alkohol. Ja, und das war es dann für ihn. Geht das los? Scheiße. Ja. Schwierig. Also, kann man lieber das machen, worauf man Bock hat. Ne? Ja, muss man immer gucken. Da muss auch jeder für sich selber sehen, was jeder Einzelne so machen möchte. Ne? Mhm. Guck mal, du gehst ja auch nicht ins Restaurant und sagst, ich habe Hunger, sondern du kriegst eine Speisekarte und wählst dir daraus ein Menü aus. So, richtig. Wenn du jetzt zum Beispiel, genau, wenn man Gitarre spielen will und Leute wissen überhaupt nicht, was sie denn da spielen sollen, was soll ich denn da machen? Ist genau das Gleiche, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, meiner vierjährigen Tochter ein Blatt Papier gebe und einen Stift, wenn sie noch nicht so viel gezeichnet, mal ein Auto. Ne? Dann kann ich noch kein Auto malen oder einen Baum oder so, dann sieht das halt irgendwie, du erahnst, dass es ein Baum ist, so fängt man halt an, was ich sagte. Ne? Machst du Stiftchen und nachher wird eine Mona Lisa draus. Dann muss man halt anfangen und nicht alles durcheinander und sich nicht Sachen zu vornehmen, die noch galaxienweit entfernt sind. Das wird kein anderer machen. Ich habe zum Beispiel einen Bekannten, der macht so hier, wie heißt das noch hier, diese Häuserspringer da, Parkour. Ja. Ne? So, wenn du bei dem dann irgendwie, keine Ahnung, stehst auf einem Haus, was 12 Meter hoch ist, guckst da runter, im Leben nicht. Ne? Und der springt da wie so eine Katze von links nach rechts, also eine, du jetzt auch. Ne? Ja, das ist ungefähr genau das gleiche bei einer E-Gitarre da irgendwie. Das sind dann diese Fehlvideos hier auf TikTok. Ohne dass er überhaupt einen Plan hat, irgend so ein Killer-Lick da zu spielen, das kann er doch nur gegen die Wand fahren, das Ding. Das ist doch total geisteskrank. Und dass er dann die Gitarre nimmt und dann irgendwie, oh Scheiße, hat heute nicht geklappt. So, das macht er dann auch jeden Tag und das klappt dann auch jeden Tag nicht. Und das wird auch nicht besser. Ja, ich kenne auch so ein paar Leute, die wollten mit dem Gitarre spielen anfangen, haben sich auch alles gekauft und haben sich dann gesagt, ja, jetzt will ich jetzt irgendwie, was weiß ich, Master of Puppets. Metallica spielen. Da habe ich auch gesagt, ey Leute, ja, das kann ich nach 20 Jahren noch nicht mal komplett unfallfrei spielen. Kannst du manchmal den Mund vor sich sammeln? Das ist eine neue... Dann versuchen wir das vor 2-3 Wochen, merken, dass das alles gar nicht so einfach ist. Ich werde auch laut dann. Ne? Also anfassen darf ich die ja nicht, aber ich würde sie rütteln. Ich würde sie so nehmen und rütteln und sie aufwecken dann irgendwann. Ja, die geben da meistens so nach 2-3 Wochen auf, weil das doch schwieriger ist, als sie sich das vorgestellt haben. Ja, oder du gibst den, ich sehe es ja auch, du gibst den Zeug mit, was wirklich Sinn macht, wenn man sich drum kümmert. Dann kommt eine Stunde rein, dann bin ich, keine Ahnung, in der Küche da irgendwie am Fummeln irgendwie, die haben sich schon angeschlossen hier. Und dann versuchen, dann weißt du ganz genau, die haben sich am Wochenende so ein Tutorial bei YouTube angeguckt und versuchen irgendwas, was sie noch in 3 Jahren nicht spielen können. Und dein Kram, den sie dir, den du denen mitgegeben hast, wo du dir eine ganze Stunde lang hier irgendwie oder eine Doppelstunde oder eine Dreiviertelstunde, eine Doppelstunde, je nachdem, hier einen abgequatscht hast und hier vorgeführt hast und ich mache ja bei jedem Schüler immer ein Fass auf, ne? Das liegt dann irgendwer zerknüllt unter der Gitarre und dann haben sie sich ein scheiß Video angeguckt. Hast du das angeguckt oder nicht? So, Alter, ganz ehrlich, den kann ich dir auch nicht helfen. Die schmeiße ich auch dann irgendwann raus. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Ich sage, entweder machen oder lassen, dann geh woanders hin. Ne? Oder geh YouTube und guck da weiter. Ich sag dir, Alter, ganz ehrlich, da kannst du ja im Grunde auch gleich, nimm das Ding und pack's auf den eBay-Gedenkfriedhof. Ne? Das ist auch genau, da hast du ja diesen ganzen Kram. Ja, da gibt es so viel Schrott. Ne? Ja, aber da gibt es natürlich auch geile Sachen. Und heute so günstig, weil die Leute so ein Trauma mit diesem Erlebnis Gitarre haben, dass sie es einfach nur loswerden wollen. Ne? Mhm. Zu verschenken, habe ich auch schon gesehen. Starter-Set zu verschenken, bin in der Mitte, den Scheiß. Ich kann es nicht mehr sehen. Ne? Ich habe ganz viele schlimme... Ja, also das hat ja auch wenig... Ding, scheiße, dass man nicht über Skype jammen kann. Das finde ich immer auch bei. Ja, das ist mit der Latenz schwierig. So, ne? Also nichts ist schneller als Licht. Hm. Genau. Ja, es gibt da irgendwelche bestimmten Programme. Das ist auch, habe ich die Tage irgendwann mal nachgeguckt, weil diese ganze interaktiv online Jam und also was wird ja auch in Amerika an Hochschulen seit Jahrzehnten fast mittlerweile schon gemacht. Und die haben da schon eine Software, die dafür ausgelegt ist und dann läuft. Aber die ist auch teuer. Internet dafür. Ja, aber ja auch nicht. Das geht ja nicht. Da ist ein Trick dabei. Es geht ja nicht in Echtzeit. Das ist ja immer irgendwie mit. Ich glaube, es gibt irgend so eine. Ich weiß, ich hatte auch mal irgend so eine App mal geguckt. Ich mal geguckt, wie das technisch funktioniert. Hm. Also richtig 1:1 geht es nicht. Nee, das ist ja sowieso nicht. 1:1 nicht. Aber ich meine, die hätten da drunter gekriegt auf irgendwie so 4 bis 6 Millisekunden. Und das ist gerade in einem Bereich, wo du noch vernünftig mitarbeiten kannst. Weil ich meine, irgendwann mal im Radio gelesen zu haben. 12 Millisekunden, ab da merkst du es. Ja. So, und ab da macht jetzt schon keinen Spaß mehr. Aber 4 bis 6, das ist eigentlich auch die Eingangslatenz, die ich an meinem PC oben habe, wenn ich mit
Aufnehmen beschäftigt bin. Das ist ja heavy. So. Ja, muss ich mich mal drum kümmern. Vielleicht muss man mal gucken, was das ist. Ja. Also ich weiß jetzt auch keinen Namen mehr oder irgendwie so. Ich habe mich da irgendwann mal darüber informiert, weil ich auch ein paar andere Leute hatte, mit denen ich online mal irgendwie ein bisschen Musik machen wollte. Aber war alles nicht so einfach. Und ich meine, dieses Programm hätte irgendwie bei 30 Euro oder so weit im Monat pro Nutzer gelegen und all so was. Naja, wenn du es regelmäßig verwendest für eine Band, dann ist das ja klar. Günstiger häufiger als ein Proberaum, ne? Also dann könnte ja, natürlich der Spaß ist ein anderer, ist genau wie dieses Skype-Saufen. Einige machen, treffen sich dann. Zu Corona habe ich hier, ich habe Schüler gehabt hier, die haben, ja, Wochenende ist wieder Skype-Saufen. Konnten sich halt nicht treffen, haben am Wochenende sich bei einer Skype-Session dagegen gleich die Rübe zugezwiebelt. Not macht erfinderisch. Ja, nee. Ja. Ja, ich bin jetzt mittlerweile einfach alleine oben vorm PC und versucht Blackmore reinzuprügeln. Ah. Schrecklich. Blackmore selber? Ne, also die Purple. Ich bin immer noch. Die Arte-Doku über Blackmore mal angucken. Da gibt es ein geiles Interview mit Blackmore. Das ist so lustig. Das ist auch ein sehr kauziger Typ. Der ist gut. Ja, da gibt es ja diesen ganzen Kult. Ja, der war schon kultig. Ne? Und wenn Malmsteen sagt, er hätte Blackmore sich niemals als Vorlage genommen, der lügt, du musst den Blackmore mal ganz jung angucken und Malmsteen mal irgendwie die ganzen Posen da mit diesem Ausfallschritt, ne? Diesem Barock-Step, ganz oberflächlich bleibt und sich die Gitarre anguckt. Die sind im Grunde genommen eigentlich identisch, nur dass Blackmore den mittleren Ton hat, den er rausgenommen hat. Aber ansonsten. Ja. Ja, ja beide Stratz, ne? Ja. Wo wir gerade bei Dokus sind. Ich hab noch eine Scheibe, da ist der Name von irgendwie Malmsteen, die erste Malmsteen-Scheibe oder die erste Scheibe, wo Malmsteen drauf war. Da war der nur 2 Wochen, das erzählt er auch in diesem Interview hier bei Rick Beato. Da war nur 2 Wochen mit der Band unterwegs, dann ist er gleich wieder raus aus der Band. Steeler, ne? Amerikanischen Steeler, es gibt auch eine deutsche Band. Und da ist der Name hinten auch noch falsch geschrieben. Habe ich alle noch als Vinylscheibe im Schrank? Habe ich noch. Also die kann man auch noch hören. Die Videos bestimmt nicht mehr, aber das andere ja. Ja, ja, das sind alles so geile Meilensteine einfach. Also auch das erste Album von Van Halen da mit dem geilen Eruption-Solo. Meine Fresse, ey, was war das? Krasser Scheiß. Na, heutzutage ist ganz normal, dass ein 8-jähriger Asiatin irgendwie den ganzen Mist nachprügelt irgendwie. Ne, das haben sie auch schon gesehen. Hier zum Beispiel haben sie mal John Petrucci da von Dream Theater so ein Video gezeigt von so einem kleinen asiatischen Mädchen, welches dann irgend so ein wildes Solo da von ihm nachballert irgendwie. Ist das fake? Ist das fake? Nee, das ist funny. Ja, auch. Sieht nur das sehr den Scheiß irgendwie zu lernen. Die ist doch erst 7. Wie geht denn das? Ne? Ja, die fangen früh an. Und dann machen die auch den ganzen Tag nichts anderes. Das sind dann so die wirklich so 12 Stunden am Tag dann nur üben. Ja, da ist auch wahrscheinlich eine ganz andere Intention dahinter. Da steht ja, die haben aber auch so eine ganz andere Lebensphilosophie, glaube ich. Also, ja. Die sind da ganz anders drauf als wir hier. Ja, ja, aber ich gucken, wo man bleibt. Also da muss man schon irgendwie dranbleiben. Also auch irgendwie, dass man sich einen Plan macht, wo man hin will oder jetzt ne, auch fürs Gitarre spielen oder Gitarre bauen. Also ich habe da auch mehrere, die dann auch selber zu Hause bauen, nebenbei noch, obwohl die gar nichts mit Bauen zu tun haben im Berufsleben, aber die holen sich dann so Bausätze, wie du dann auch mal zeigst. Ja, so habe ich auch angefangen. Ja, ganz genau. Da lernt man ja auch viel durch. Ne? Also so, ich halt mehr die Schrauber, ne, natürlich und auch Leute halt, die dann einfach spielen und das so nebenbei machen, wo das jetzt, sagen wir mal, ich meine, wenn man jetzt so ein Tortendiagramm hätte, wo die Gitarre vielleicht maximal 10%, wenn überhaupt, ne, 10% in ihrem Leben einnimmt oder vielleicht nur 5 oder 2. Ne? Und dann muss man halt den Leuten gerecht werden, was ich sagte hier mit diesen Einfingergriffen. Ne? Also jeder, der anfangen will mit Gitarre, ich will jetzt keine Werbung machen, aber ich wundere mich auch, warum diese, da habe ich ja dieses Fix- und Easy-Gitarrenlernen, was auch viel zu wenig angeklickt wird, hier mit diesen Einfingergriffen. Ja, also eine Million Songs, ja? mit einem Finger, ja? Oder wie war das? Ne? Wo man halt quasi. Ne? Wo man gar nicht viel machen muss. Natürlich kriegst du hier. Ne, warte mal. Natürlich kriegst du hier nicht diese Fülle raus, ne? G, B-Moll, ein Finger, C Major 7, D, ne? Und A, G,
Ne, weil ja, so kannst du auch schon Melodien damit spielen. Ja, ne, guck mal hier, was weiß ich. Also Wonderwall, das Drumming ist natürlich zu schwierig, aber das hatte ich vorne in dem Video gehabt hier. Ne, so, das kannst du mit diesen Einfingergriffen ohne Probleme spielen. Ja. Und natürlich, klar, wenn man dann hingeht, erstmal so, was weiß ich, ne, hier nur die Akkorde zeigen und so, dann dauert das natürlich, wenn man was erklären muss. Das ist jetzt auch nicht mit 5 Minuten gemacht. Ja, aber also die Birte hat, die den C-Dur-Akkord gelernt hat. Ja, ja, ist genau so. Das hat stattgefunden hier. Ne? Du glaubst ja gar nicht, das ist auch immer so, und dann habe ich die lassen sich auch nichts mehr sagen, Leute. So, Zeigefinger hier, dann da, und dann kommt hier der Schmied, was ich immer sage, der kommt zum Uhrmacher und hilft noch. So, ne, und nicht mal die Hälfte der Seiten schafft das irgendwie bis zur Box irgendwie. Ne? So, dann kommt gleich der Nächste, wird auch alles ignoriert. Die Hand wird auch nicht verändert. Es wird einfach gnadenlos immer wieder angeschlagen und trotzdem bessert sich nichts. Ich kann es manchmal auch nicht begreifen. Man meint es ja immer nur gut. Ja. Und am Anfang ist das auch nicht möglich. Wenn du klassisch Gitarre lernst, die ersten Akkorde kommen ganz weit hinten. Du fängst an auf der dünnen E-Seite, auf der ersten Seite spielst mit den E, F, G, mit den ersten drei Tönen. Dann kommt die B-Seite dazu. Dann spielst du so kleine Melodien mit dem Lehrer zusammen. Ne? Dann kommt die G-Seite, hast du zwei Töne, alles in C-Dur. So, und irgendwann später kommt immer hier quasi, keine Ahnung, so ein einfaches, ne, A-Moll-Akkord hier. Ne, D-Moll. Ne, E-Dur. So, da brauchst du auch nur ein, maximal zwei Finger. Und damit kannst du schon richtig hübsch sagen, diesen ganzen Griff. Du musst auch nicht großartig wechseln. Du legst einfach nur, setzt einfach nur ein paar Finger um. Ne? Und natürlich, klar, wenn man Leuten sagt, klassische Gitarrenschule, da kriegen die Leute so, oh Gott, ne? Weil die meisten Leute hören keine klassische Musik, wenn du aber so Popsongs, habe ich ja auch ganz viel. Hier, Maneskin, ne? Die haben ganz viel, oder diese ganzen Pop-Divas, ne? Mit ihren komischen, sparsamen Gitarren-Parts da drin, die kannst du megamäßig mit ganz wenig Fingern, ganz einfachen Zupfmustern, das klingt eins zu eins, kannst du den Song anmachen, was ich immer sage, hier, Gitarre, Fahrrad, Song anmachen, YouTube, keine Ahnung, irgendwo, Landschaft. Ne, Fahrrad, Landschaft, durchfahren. Das spielst du einfach erstmal dazu. Ne, dann machst du zwischendurch mal aus, hörst, wie es klingt. Ne, wenn es noch scheiße klingt, dann spielst du halt weiter. Fährst weiter durch die Landschaft. Genau das Gleiche. Keiner setzt sich irgendwie freiwillig für 20 Kilometer Fahrradfahren in den Keller auf den Hometrainer und guckt gegen die kalkweiße Wand. Das ist genau, ne, das, ja, aber das ist genau beim Üben oder beim Lernen. Ich hasse das Wort. Üben kommt von Übel. Spielen kommt von Spaß. So, ne? Und da kann man sich natürlich dann hinsetzen und dann irgendwie sich bei jedem Einzelnen, und ich sage ja echt, jeder Schüler und jede Schülerin ist anders. Ne? Ist nicht so. Oder auch bei Gruppenkursen, habe ich jetzt seit Corona gar nicht mehr groß gemacht, aber ne? Jeder, dann haben die alle Angst, dann sind die unsicher. Ne? Wenn du Leute alleine hier hast, dann sind die auch unsicher, aber die holst du halt schneller ab, wenn du das Ganze mal ein bisschen auflockerst. Ne? Du musst ja nicht unbedingt immer Raum dunkel machen und Licht und Nebel. Ne? Einige haben, was soll denn das hier? Ist ja Quatsch. Ne? Gibt's ja auch. Ich sage, ich finde es geil. Ja, das ist ja das, worum es geht. Also mir macht das echt saumäßig. Ich liebe diesen Job. Ne? Ich liebe diesen Job. Dieses Gefummel, jeden Tag Leute schneiden hier rein. Was willst du denn heute machen? Ne? Ich sage, ich frage mich, ich bin der Weihnachtsmann für Musik das ganze Jahr über. So, dann frage ich Leute, was willst du machen? Ich weiß ja schon, was sie gemacht haben. Und dann stößt man immer an so Dinge. Und dann habe ich natürlich hier aus meinen 6 geilen Büchern dann irgendwie von diesen über 1000 Seiten da irgendein Blatt dabei. Ne? Also entweder jetzt hier, keine Ahnung, hast du ja auch bei Patreon schon gesehen, hier die Tafelrunde mit den 12 Griffen, die jeder drauf haben sollte. Zu jedem Video, zu jedem Griff gibt es dann so ein Video. Und die muss man einfach drauf haben. Und wenn du dann hier so Leute sitzen hast, die nur Blues spielen und oder nur Metal und dann noch nicht mal diese Lagerfeuergriffe, ist eine reine Beleidigung. Ich nenne sie immer die, ne, das sind die 12 Ritter der Tafelrunde. Das sind die treuesten Gefährten, solange du Gitarre spielst. Und wenn du dir mal so ganz große Gitarristen anguckst, scheißegal wen, die können die alle aus dem Ärmel schütteln. Ja. Das Erste, was die machen, wenn sie sich eine Akustikgitarre in die Hand nehmen, hier, G, mit hier, Ring, Kleinfinger und Pedaltöne. Ne, so drauf. Ne, vollkommen egal, wer das ist. Nur eine Bettencourt, Eric Clapton habe ich neulich gesehen, über irgendeine Blues-Versammlung oder Blues-Konzert-Tagung da. Das Erste, was er macht, ist, dass er diese 48.000 Dollar teure Akustikgitarre in die Hand kriegt, G. Gleiches Ding.
Ne? Und deswegen sage ich ja, ne, man muss sich jeden Einzelnen genau angucken und irgendwie, klar, gibt es dann so Schubladen, wo man die Leute natürlich irgendwie immer mal reinpackt, aber trotzdem, ne, dann macht einer wirklich so einen Steilgang innerhalb kurzer Zeit und andere machen halt wenig, das merkst du dann auch. Ich bin nicht zugekommen, ich hatte Besuch die ganze Woche, ne? Ich hatte Geburtstag. Ich sage, Alter, ne, dann ist das entweder willst du es nicht oder der Song ist dann doch nicht so geil, wie du gesagt hast, wie der ist. Dann muss man halt rausfummeln, was die Leute mögen. Und das ist genau das Gleiche, was weiß ich zum Beispiel, auch wenn du eine Gitarre kaufst. Ne? Da kann dir sonst noch jemand erzählen, kauf die, die ist mega, mega geile Gitarre. Wenn du die scheiße findest von der Optik her, dann kaufst du die. Ne? Ja, so, das war ja Thema unseres letzten Podcasts, dass das Auge ja immer mitspielt. Ja. Ja, das soll man auch nicht unterschätzen, was die Psyche da einen da teilweise für Steine in den Weg wirft. Nur weil einem die Farbe vielleicht nicht gefällt. Da muss man halt Gitarren bauen, die geil aussehen und sich auch geil spielen lassen. Und trotzdem ist ja auch nicht jede Gitarre gleich. Ich habe auch mal irgendwie in so einem Gitarrenladen, da standen 10 identische Fender Strats. Ich habe mir wirklich alle 10 genommen und mal angespielt. Die klangen alle anders. Und wenn ich mir eine davon hätte kaufen sollen, dann hätte ich mich sofort für eine entscheiden können, weil die hat so einen Bums, ne? Die andere nicht. Nur die eine hatte diesen Bums. Das ist genau das Gleiche, was ich meine mit diesen, hier, was hier Peter Weil, mit den Keilen da, hier von Stefan Zander. Ne? Die Keile. Wahrscheinlich kannst du da irgendwie auch noch, ich weiß gar nicht, geht das überhaupt bei der Strat? Die Strat hat ja keine Bridge. Nee. Ja, dann muss man es irgendwie anders machen. Ja, also diese Vintage-Tremolo-Systeme, die sind ja nun auch nicht ne? Also wenn du oben keine Lockmechanik, ich habe zum Beispiel einen Wilkinson, kennt ihr Wilkinson? Ja. Ja, klar. Ne, so Wilkinson, so ein Tremolo-System, das hat dann oben so Lockmechaniken, hier diese eine Schabel, die da hinter mir an der Wand hängt, da der Wohnzimmertisch, Koa. Ne, genau. Und da habe ich so ein Tremolo-System für, das ist ja zwar nicht drin, aber wenn du einen Tremolo-Hebel hochnimmst, dann wird das Tremolo-System entriegelt, dann kannst du es frei benutzen, in jede Richtung. Und wenn du einen Tremolo-Hebel dann wieder loslässt, dann hol dir so eine Feder zurück und schieb dann so einen Stift in den Schaft, dass das festgestellt wird. Weil nämlich der Nachteil, weswegen ich diese, ich habe früher nur Floyd Rose und so Carla und so diese so Edge hier, ne, von Dings gespielt, weil ich die, ne, ich liebe dieses dieses gequietete Dive-Bomb-Effekte und sowas, habe ich in noch keinem einzigen Video gemacht, glaube ich, mache ich auch nochmal irgendwann wieder. Aber weil ich irgendwann kam ich auf diesen Trichter mit Bendings innerhalb von Akkorden. Und wenn du irgendwie Leerseiten hast, die klingen und du machst ein Bending, die Leerseite, die geht natürlich auch mit. Dann irgendwann habe ich mir dann angewöhnt, bei den Double Stops die obere Seite ein bisschen mit hochzuziehen. Und ja, dann hast du, ist natürlich doof, wenn es eine Leerseite ist. Die kannst du ja dann nicht mitziehen. Die Leerseite, ne, ist richtig, ist richtig. Ja, ne? Aber das war halt der Auslöser. Ich habe ganz, ganz viele Sachen hier im Unterricht, wenn die Leute zum Beispiel Bendings lernen wollen. Ich fange gar nicht mit diesen Kacklicks an. Die können die Leute sowieso nicht spielen. Schon Lick Nummer 1 aus irgendeiner Kack-Schule. Nicht, dass die Schule kacke ist, aber vielleicht ist die Reihenfolge einfach. Ne? Die Leute wollen ja dann immer irgendwie das spielen, was geil klingt. Und das erste Lick, was sie sich raussuchen, ist nicht das einfachste Lick. Und dann klingt es immer kacke. Also man muss schon vorne anfangen. Jeder Autor eines Buches hat sich natürlich bei der Reihenfolge seiner Übung da was gedacht. Und das bringt dann auch nichts, wenn man die ganzen Vorübungen überspringt, weil die auch wichtig sind, um einfach erstmal einen Kurs reinzukriegen. Klingt langweilig, ne? Also früher mit CD oder online, ne? Kannst du über QR-Code oder in der CD dabei, packst du irgendwie rein so und dann sitzt du dabei, hast die Gitarre gerade noch nicht ausgepackt, hast das Buch genommen so, sitzt mit der Fernbedienung da. Nächstes Beispiel. Das ist scheiße. Das ist geil, das mache ich. So, ne? Irgendwie bei Übung 28 hast du mal Stopp gedrückt. So, dann packst du die Gitarre aus, ne? Ziehst die Folie so ab, so. Keine Ahnung, wie das stimmen geht. Die Gitarre stimmt dann auch noch nicht. Und dann versuchst du das. Oh, Alter, hätte ich nie gedacht, dass das so schwer ist. Scheiße. So, das war's. Ne? Ja. So, das ist vorbei. Ja, da brauchst du schon jemanden. Man muss ja auch nicht 15 Jahre verpflichtend Gitarrenunterricht nehmen. Aber das ist schon gut, wenn man wirklich am Anfang wirklich mal 1-2 Jahre tatsächlich sich mal coachen lässt. Zumindest, ne, einige finden den Weg dann schneller, ne, und andere, also wenn ich merke, so, okay, da hat jetzt einer erstmal genug, dann sage ich, pass mal auf, lass mal eine Pause machen und, ne, ich bin dann, was Unterrichtsmaterial auch angeht, einer, der hier auch ziemlich rumkeulen kann, der sagt, pass auf, ne, so das und das und merkst, die Leute kommen nicht mehr nach, dann kann man auch mal eine Pause machen,
Ist er, setz dich bitte ein halbes Jahr damit hin und melde dich dann wieder oder ich morse dich dann mal an, ob wir dann vielleicht weitermachen. Nicht, weil ich die loswerden will, sondern einfach, weil ich merke, es geht dann, ne, stagniert so ein bisschen. Und dann muss man natürlich gucken, dass man demjenigen dann irgendwie oder derjenigen die Möglichkeit gibt, das nachzuarbeiten. Und dann merken die auch, habe ich zum Beispiel auch immer nach so einer langen Ferienpause, wie jetzt zum Beispiel in Sommerferien, also ich mache ja eigentlich das ganze Jahr über irgendwas, aber klar, einige Leute so, ja, also wir sind jetzt erstmal ein paar Wochen nicht da, eine Gitarre zum Beispiel zu Hause lassen. Alter, bindest du deinen Hund an der Autobahnraststätte fest? Wenn du, nee, machst du auch nicht. So, das ist genau das Gleiche. Kauf dir so eine kleine Kackgitarre. Ich habe zum Beispiel hier so eine Shortscale. Ne? Also wenn einer sagt, der kriegt dieses Mini-Ding hier nicht in seine Karre noch mit rein, dann will er es nicht. Ne? Oder hier so eine kleine Akustikgitarre hier für 39 Euro, Thomann. Hier so eine Konzertgitarre. Ne? Ja, du kriegst bei Thomann ja auch diese kleinen Strats, wo du quasi nur das Pickguard hast. So von der Größe her mit der Shortscale. Ah, als Reisegitarre. Da lässt sich mega geil drauf spielen. Ich meine, kein. Ja, die klingen auch toll, die kleinen Dinger. Die sind richtig mega. Böse. Ich finde, ja, die Seiten sind zu dünn. Also, du musst, also die sind zu weich. Also, ne, wenn man jetzt, ne, merkst ja schon, wenn man dann rumzieht, da können ruhig dickere Seiten drauf, weil die auf die gleiche Länge, die gleiche Tonhöhe haben, bei auf der gleichen Stärke, wie auch bei der normalhalsigen. Ne? Ich wollte gerade sagen, bei der musst du wahrscheinlich, wenn du auf E-Standard stimmen möchtest, wahrscheinlich einen 52er-Satz drauf machen. So, das meine ich, aber ist nicht drauf. Ne? Aber für Kinderhände eigentlich genau richtig, weil Kinder haben ja, so ganz weiche Finger. Ne? So, ich mein, muss ich ja auch für meinen Sohn geholt. Ja, ich habe ja selber Kinder, die haben, du merkst dann so Finger, mein Gott, wenn ich so eine weichen Finger hätte. Nicht, dass ich zum Hufschmied müsste, ne? Aber hier vorne. Meine Kamera hat sich gerade verabschiedet. Ja, ne? Gut, dass wir hier noch aufnehmen. Ja. Aber nur die Cam, ne, da hat der Akku jetzt den Geist aufgegeben. Ja, hast du kein Ladegerät? Nee, das ist ja, wie gesagt, der Billig-Camcorder. Den kann ich nur dann über USB anschließen zum Aufladen. Aber wenn ich den über USB anschließe, dann nimmt er nicht mehr auf, sondern will wieder eine Verbindung mit dem PC eingehen. Das ist ja, finde ich sowieso kacke. Ja. Das heißt, auch bei der Canon hier, da ist zwar auch ein Akku mit bei gewesen, aber da ist keine Buchse, USB-Buchse, dass der, während du filmst, dann irgendwie dass der den Akku lädt. Das kann ich nicht verstehen. Da musste man sich so einen kleinen Dummy holen, den man da reinsteckt, damit man eine Dauerstromversorgung hat. Das habe ich hier für die Panasonic. Das ist so ein Akku, den man dann quasi reinsteckt und dann hat man seine Dauer. Aber habe ich leider nicht für den scheiß Camcorder. Ja, ist aber auch. Ne? Das ist so, jammert auf allerhöchstem Niveau. Das ist eigentlich auch, Hauptsache der Kram funktioniert. Ich habe zum Beispiel auch die ersten. Kevin zeichnet den Anruf ja eher auf. Ein Videosignal haben wir ja noch. S9 von Samsung. Die alle X-Files, ich glaube bis 15, alles nur mit diesem einen Scheiß. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast deine ersten Videos ja wirklich alle mit dem Handy aufgenommen, ne? Das fand ich ja ziemlich faszinierend. Also das finde ich schon. Nee, und vor allem, weißt du was, das geht auch der Ton. Das ist, ich habe alles probiert. Lavaliermikrofon, ich habe extern, ich habe hier zum Beispiel meinen ganzen Kram hier und so verkabelt, dass ich den Ton nochmal extern aufnehme. Ich fand den Ton immer scheiße. Dann hast du dann zum Beispiel Lavaliermikrofon. Alter, weißt du, wie laut so ein Kleckgeräusch ist, wenn du hier ein Lavaliermikrofon hast? Ich hatte am Anfang auch Lavaliers, da hörst du ja jedes Rascheln, wenn er mal irgendwie dich so kratzt oder so. Das ist vielleicht ja gar nicht mal so schlecht. Zum Beispiel, wo habe ich mal ein Interview gesehen mit Doro irgendwie beim NDR? Das war noch die Zeit, wo sie so 50.000 Armreifen hatte. Klitter, krickel, krickel, krickel. Und der Moderator, sag mal, Doro, kannst du den Arm mal ein bisschen unten lassen? Ich glaube, das ist ein bisschen laut für den Ton. Ich habe gerade hier über die Regie gehört, dass sie das mal bitte bleiben. Ja, Doro ist auch cool, ne? Doro ist spitze. Ja, die letzte so Band, die ich gespielt hatte, da war unser Gitarrist, der ehemalige Gitarrist von Doro Pesch. Das war auf jeden Fall eine lustige Sache. Ja. Ja, ehemalige Schulfreundin von mir, die hat, ich weiß nicht, ob sie es immer noch macht, den Fanclub von der Doro geleitet und die ist auch persönlich mit der befreundet. Ja, kannst mal sehen. So klein ist die Welt. Ja. Ja, Doro Pesch, das war auch mein Einstieg in den Metal damals mit All We Are, All We Need. Da hätte sie nicht mit kommen dürfen. Er sagte, das ist auch das eine Lied, das mussten sie noch und nöcher spielen und immer wieder. Und er hat es nicht mehr hören können. Und es hängt ihm bis heute alles raus. Ja, das ist aber, glaube ich, bei
Ich glaube, es gibt keinen, der schon so lange auf der Bühne steht, der nicht mindestens einen Song im Repertoire hat, den er persönlich hasst. Ja. Bei Kurt Cobain war es ja damals hier Smells Like Teen Spirit. Ich hätte jetzt auf Thomas Joa getippt. Ja, ich glaube, der Hetfield, der hasst Enter Sandman. Moment, ich muss es einmal kurz erneuern. Jetzt sagt sie gar nichts mehr. Alles klar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yes. Waren wir ein bisschen auseinander, oder? Also ich habe euch gleich gehört. Also immer genau einen Takt versetzt. Ja, okay. Ja, ach komm. Das kann man auch mit dem Ton, wenn wir so laut sprechen, dann sieht man ja auch die Kurven da. Ja, ja. Ach, alles gut, alles gut. Ich bin ja hier Medienprofi. Man wird dazu, ne? Ich kenne das. Ich habe vorher ein Video gekümmert, schneidender Video. Och, ne? Aber klar, wenn du mit Audioschnittprogrammen klarkommst, Video ist nichts anderes, nur mit Bild. Ja, ja. Ja, aber auch echt, was du da irgendwie plötzlich alles anfängst mit YouTube und all sowas. Und ich ja auch noch nicht ganz so krass. Also, du hast ja deine zwei Aufnahmen, die du machst. Du bist ja in aller Regel bei dir da am Tisch/Werkbank. Das ist ja alles irgendwie in einem. So, ich habe ja dann auch relativ zügig gemerkt, wenn ich hier irgendwie vom Frästisch zum Schleifer gehe, zum Bandschleifer und dann zur Bundierpresse und. So, und wenn du dann nicht alles anständig ausgeleuchtet hast, dann musst du die Lichter noch aufbauen und hier und da nochmal und hast du da die Framerate richtig eingestellt. Wie ist das mit dem Shutter? Und das, oh. Ja. Das hat so schnell, ich habe das meiste, was ich mache, da könnte ich eigentlich in 20 Minuten mit durch sein, aber ich sitze dann 3 Tage an so einem doofen Video. Schrecklich. Das sind einfach so Sachen. Entweder dann hängst du dich an so einem scheiß Detail auf. Ne, dann ist denn das, aber ist auch wichtig. Ich habe zum Beispiel, ne, also auch wieder das, ne, eine Band, also die machen echt mittlerweile richtig geile Sachen. Die sind mittlerweile so gut, die haben jemanden auch gefunden, der ihnen ein bisschen da Unterstützung finanziell auch und auch einen Studiobesuch ermöglicht hat. Ich glaube, die haben irgendwie auch The Pinpricks, ne, ehemalige Schülerin von mir hier, Ronja, ne, so The Pinpricks. So, die haben echt amtlichen Kram gemacht schon und die hatten. Jetzt das letzte Video, was sie gemacht haben, das ist auch irgendwie so ein bisschen Pop-Punk, nennt sich die Richtung. Pop-Punk. Ne? So, und dann haben die aber vorher mal so ein Video gehabt, das spielte so ein bisschen so in so einer Zirkuswelt. Das war mega aufwendig. Und da ist mir dann aufgefallen, dass das Timing in diesem Video nicht stimmte. Dann waren die Schnitte irgendwie, das waren zu lange Szenen, dann war das nicht auf dem Punkt irgendwo, das war unglücklich geschnitten. Und ich glaube, dass das Ding hätte, also noch, also du glaubst gar nicht, wie viel dranhängt, also auch mit Videoschnitt ist ja nicht umsonst irgendwie auch eine Oscar-Sache. Ja. Ne? Ne? Also wie ein Video geschnitten ist, was man aus diesen Szenen, aus diesem Material macht. Ne? Ich habe einen Bekannten, der ist bei RTL, ist der Cutter. Und der hat mal irgendwie einen Bericht geschnitten über irgendwie so ein Wettfressen mit scharfen Sachen. Ja, hier ist Scoville, ne? Hier glaube ich eine Maßeinheit für ja. Bis hier die Fresse wegbrennt. So, ne? Und dann kam der Redakteur da irgendwie an, der das da gemacht hatte mit dem, der kam dann zu ihm, der hatte schon alles vorbereitet, der hat seinen Text schon fertig, ne? Dann hat er da quasi irgendwie aus, ich glaube, 8 oder 9 Stunden Bildmaterial, also Videomaterial, haben die dann also fast 3-4 Tage, also fast eine ganze Woche an diesem einen 15-minütigen Bericht gesessen. Die Szene noch, das wieder ein paar kleine Effekte rein, Geräusch irgendwie, ne, so dass es ein bisschen lustig ist auch. Zum Beispiel möchte ich auch nicht wissen, wie sie sich einen Affen schneiden bei DSDS, wenn die Leute verarschen in den Castings und dann noch so Videoeffekte einbauen. Ja, vor allem die faken ja auch noch viel bei DSDS. Ja. Das auch noch, da musst du auch noch das Gelüge damit reinnehmen, weißt du, das musst du auch noch schnippeln irgendwie. Das schon kann, ja, das weiß ich jetzt nicht. Wie gesagt, ich bin ja nicht drin in dieser Szene, aber du merkst dann schon, wie, oh, das jetzt noch, und dann sitzt du da, und eigentlich wolltest du doch nur ein Gitarrenvideo machen. Dann denke ich mir manchmal, Alter, was mache ich denn hier? Ne? Verbrennst die Zeit am Rechner beim Schnippeln. So ein Scheißdreck. Da bin ich manchmal so dermaßen genervt von mir, da kriege ich auch schlechte Laune dabei.
Ne? Ich kann da auch nur ganz viele Lieder von singen. So. Ich glaube, das kann jeder, der damit zu tun jeder, hat. Jeder, der YouTube macht, ja, kennt ja, das. Ja. Na, ich sag mal, die erfolgreich sind, die schaffen sich ja nicht umsonst irgendwann Katar, weil die sich ja auf den ganzen Scheiß keinen Bock mehr haben. Aber die setzen sich hin, machen ihr Material und lassen das dann schneiden. Da muss das aber auch jemand sein, der das kann. Ja. Der auch weiß, was du brauchst. Ne? Nicht, dass der dann irgendwie, ich habe das jetzt geschnitten. Dann guckst du dir den Scheiß an, das ist so, Alter, ist das Kacke geworden. Ne? Und nur weil du dem nicht irgendwie wehtun willst, sei ja cool, lad's hoch, ne? Und dann merkst du schon, dass das gar nicht mehr weitergeht mit deinem Scheißkanal. So. Da musst du auch wirklich Leute haben, die wirklich gut sind. Es gibt Leute, ja, die auch wissen, was du haben willst. Die sind auch schnell, ne? Die haben ja extra so eine Tastatur da, die sind dann, keine Ahnung, wie Mozart. Ne? Mit Videomaterial. Hm. Die schneiden das in der. Fertig. Was jetzt schon? Alter, ich habe noch nicht mal das Intro, das ganze Video ist fertig. Ja, die haben ja letztes Jahr hier bei Seven vs. Wild, ich weiß nicht, ob du das zufällig geguckt hast, diese Survival-Serie da mit dem Fritz Meinecke, da haben die ja auch Material ohne Ende gehabt. Ja. Und einen sehr kurzen Zeitplan bis zur ersten Veröffentlichung. Und die waren da, glaube ich, so bis zu ein paar Minuten vorm Hochladen waren die noch am Schneiden. Weil das halt so viel Material war. Ja, krass. Und die sitzen aber dann da mit drei Leuten Tag und Nacht. Auch eine Deadline. So. Ja, hatten sie ja. Die hatten gesagt, zu dem Tag, an dem Tag, um die Uhrzeit muss das Video raus sein. Ja. Und dann muss ja noch dieses Hochladen, das Verarbeiten, das dauert ja auch immer eine Weile. Ist ja nicht so, dass ich jetzt ein Video hochlade und dann man das sofort gucken kann. Das wird ja erst verarbeitet. Ja, da muss ja auch noch mit einberechnen. Ja, und dann haben die halt irgendwie so kurz vor knapp erst hochgeladen gekriegt. Das kam, glaube ich, auch mit ein paar Minuten Verspätung, meine ich. Ja, gut, dann halt. Ne. Ja, da steckt unheimlich viel Arbeit drin. Also, halbe Stunde für aufstehen. Ja, genau. Soll man nicht unterschätzen, was da drin steckt. Ja, das kenne ich aber auch. Da muss man sich halt rechtzeitig hinsetzen. Da muss man, ja, ist man dann auch bis auf den letzten Drücker. Nun scheißegal, ob das nicht Steuererklärung ist oder irgendwas anderes. Letzter Abgabetag, so noch ein Fahrrad hinfahren und Briefkasten werfen vor 12. So. Hm. Ja. Ja, das ist bei mir momentan in meinen Videos aktuell auch. Ich muss unbedingt mal wieder ein bisschen Urlaub haben, dass ich mal ein bisschen vorproduzieren kann. Dass dann, ja, also das mit dem Vorproduzieren habe ich noch nie gemacht. Das habe ich einmal gemacht, hatte ich so drei Videos schon hochgeladen, auch mit Termine. Und da hatte ich mal so zwei Wochen, wo ich dachte, ach geil, keine Videos machen mal. Ja. Das war toll. Aber unter Druck arbeite ich besser. Also ich find das aber eigentlich geil, wenn man man muss so eine Disziplin, was heißt eine Disziplin, aber man muss so einen Ablauf bekommen. Also so eine Prozedur, dass man irgendwie sich hinsetzt, ich mache das, es wird so und so. Das ist einen aber auch nicht wieder auffrisst. Weißt du, wenn du so jetzt, ne, gut, genau das gleiche mit der Gitarre. Ne, wo wir jetzt hier nicht unbedingt, vielleicht auch nicht allzu viele Leute interessieren, wie man so YouTube-Kram macht. Aber es ist genau das Gleiche, dass man einen Ablauf hat, der einen das nicht nimmt, was man eigentlich machen möchte. Wenn zum Beispiel hier einige sitzen, kannst du mal einen Übungsplan machen. Das ist genau das Gleiche. Ich will eigentlich Gitarre spielen, sitze am Schneiden da und diesen ganzen Kram, Kapitelmarkierungen setzen. Scheiße, was gibst du dem Video jetzt für eine Überschrift? Scheiße, wie machst du denn die Beschreibung jetzt? Das muss ja jetzt noch dahin. Ach, ein Thumbnail bräuchte ich ja auch noch. Ohne PDF hatte ich auch versprochen. Fuck! Und dann sitzt du dann irgendwie 4-5 Stunden an so einem Kram und die Gitarre in der Zeit hat schon die ersten Staubpartikel wieder an sich. Weißt du? Ja, oder halt auch mehr. Ne? Dann habe ich in den letzten 2 Wochen relativ wenig Gitarre gespielt. Ich komm selber überhaupt gar nicht dazu. Und dann sehe ich diesen Tomo da, ne? Denkst du, du Arschloch, ne? Ne? Mhm. Hello, thank you for watching. Ja, so, dann mit seiner Gitarre, dann spielt er so einen coolen Müller. Ne? Und dann irgendwie, ne? Thank you for watching, Tomo. Und dann aufstehen, Kamera ausmachen. So. Das war's. Und eigentlich ist das geil genug, weil der Typ selber ja eigentlich das ist, was man cool findet. Ne? Ich habe ganz viele auch hier, die wie gesagt, ne, klar, ich liebe diesen Theaterschwachsinn, ich komme aus so einer Familie, ne? Finde ich auch cool, aber so ganz viele, die sagen, Alter, das ist echt anstrengend, was du da machst. Ich sage, ja, zock doch woanders. Ne? Ja, ne, gut, ne, ich sage, ja, YouTube ist ein Casino und jeder YouTube-Kanal ist halt ein, Quatsch, YouTube ist Las Vegas, so, ne? YouTube Las Vegas und jeder YouTube-Kanal im Casino in Las Vegas und hier ist halt Eteria 51. So, wenn dir das dann nicht passt, dann gut, okay, dann kannst du auch woanders hingehen.
Na, dann geht doch zu Netto. Die Verpackung habe ich neulich auch gelesen. Na, da kam schon so ein paar beleidigende, also mittlerweile ist mir das auch egal, da hebe ich kurz den Mittelfinger und dann reicht mir das auch. Da sage ich, ja, dann geh doch woanders hin. Ne? Also die Zeit hätte ich mir gar nicht genommen, da jetzt einen negativen Kommentar zu schreiben. Ne? Oder wenn Leute so einen Text auch noch schreiben. Ich sage, das lese ich mir gar nicht durch dann. Hä? Das lese ich mir dann gar nicht durch. Doch, lese ich mir, ich antworte auch ganz freundlich und dann lasse ich den Kommentar drin. Und das Geilste war, das ist mir dann auch schon häufiger passiert, dass diese ganzen Leute, die meine Videos dann gut finden, dann diesen Kommentar finden und den dann so runtermachen, dass der seinen Kommentar von selbst löscht. Das lasse ich dann drin. Scheiße. Ja, manchmal ist Community. Ja, das ja, ist bin, schon. Noch bin ich nicht so groß, als dass ich negative Kommentare kriegen würde. Noch ist alles. Damit musst du mal zu der Eierkuchen. Ich glaube, ja. 2 oder 3 habe ich bisher gekriegt. Aber die gingen also, noch. Ja, ist aber auch ganz ehrlich, ne? Das ist, die Leute sind mit sich selber unzufrieden. Also jeder, der einen negativen Kommentar schreibt, der hat nichts anderes, nichts Besseres zu tun. Ich sag mal, konstruktive Kritik, okay. Ja, das ist anderes. Nehme ich auch gerne an. Ja, aber wenn das jetzt einfach nur so beleidigend ist, so nach dem Motto, was bist du denn für ein Clown, hätte ich mir mal Besseres angucken können oder so. Ja. Ja. Scheiße. Trotzdem danke, dass du reingeschaut hast. Klick ist Klick, ne? Ja. Ja, auch selbst wenn er einen Daumen nach unten gibt. Ja, so, siehst du aber nicht. Interessiert haben wir irgendwann aufgehört mit, ne? Diese Dislikes, die kann man nicht mehr sehen. Der Daumen ist da. Eigentlich schade. Ich hätte eigentlich gerne gewusst, irgendwie, wie viele Leute meine Videos tatsächlich scheiße finden, weil ich sehe jetzt gerade immer nur. Du kannst das sehen. Kann man das sehen? Du kannst ja, das sehen, weil ja, das sehen. Bei meinen Videos hast du ganz recht. Bei dir kannst du es sehen. Ah, ja. Kannst du bei jedem Video kannst du genau sehen, wie viele Leute auf Daumen runter geklickt haben. Also ich kann bei euch beiden jetzt nicht sehen, wie eure gewertet sind. Nein, das nicht, aber du kannst bei deinen Videos, du musst da auf deinem Kanal schauen, das geht. Genau, einfach mal mit dem Cursor. Das geht aber nur in der... Da kannst du sehen, wie alt deine Zielgruppe ist. Es klappt nicht in der App, Kevin. Ja, also kannst du alles, schon mit Browser gar nicht, was ich überhaupt verraten darf jetzt. Diese ganzen YouTube-internen Dinge. Ja gut, das weiß ja eh jeder, kann man sich ja durchleben. Ja eben. Also ich hänge jetzt nicht den ganzen Tag vom Rechner. Das ist ja auch noch so ein Zeitfresser. Wenn du dann anfängst, so YouTube-Analysen zu gucken, denkst du, Alter, geil, was ist das denn hier alles? Ne? Siehst du den ganzen Abend, dann kriegst du natürlich erstmal teilweise auch echt ernüchternd auf die Fresse, was ich sagte. Oh mein Gott, das gucken die Leute gar nicht. Da bin ich dann echt enttäuscht. Oder da, wo ich mich so geil verkleide. Oh, die Stelle finde ich eigentlich am geilsten. Hier vorne mit hier Batman und Robin, wo ich diese Gespräche habe immer mit Batman. Ja, und ja. Hier da. Ich fände es gut. Geh da doch erstmal ein paar Seegurken rein. Ja, nee. Ja, ist egal. Ich mache das dann anders. Ich pack das, ne? Es geht jetzt mehr um Gitarrenscheiß. Ne? Ihr baut Sachen und ich zeig so wilden Schreckkram. Das ist mir auch zu anstrengend. Man muss ja dann auch immer die ganze Zeit wieder, und du weißt ganz genau, dass das die wenigsten auch hinkriegen. Was soll denn das? Ne? Geile kleine Ideen. So zum Beispiel nicht, dass der Marty Fischer, wurde mir neulich gesagt, kennt ihr Marty Fischer? Habe ich schon gefragt. Weiß ja, nicht. Klar. Ja, ne? Hier, aber. Sound machen, wie geht aber Sound? Nicht, dass ich jetzt hier produziere wie aber oder so, das mache ich nicht, das macht er ja. Aber ich lasse mir dann, oder hier Modern Talking, wie macht man Rammstein-Song? Ne? Mhm. Oder den Sound von Falco, und das ist großartig. Ne? So, dann haben wir dann irgendwie so einen kleinen Popsong und dann steht er da und es klingt nachher genau so. Ne? Ja. Hört sich wie beim Kochen. Ich habe Tage noch gesehen mit Deichkind, wo sie da die ganzen Sachen gesampelt hatten. Hat er, glaube ich, irgendwie in der Chipstüte rumgekramt. Und dann hat er zufällig aufgenommen und daraus hat er dann ein Sample zurechtgebastelt. Und auf einmal hatten sie einen Deichkind-Song daraus gemacht. Ja, ganz genau. Ne? Ja, sehr unterhaltsam und kreativer Typ auf jeden Fall. Ja, großartig. Der ist auch schon ewig dabei. Ich glaube, 12 Jahre oder 13 Jahren macht er das. Ja, auch ein sehr guter Musiker. Ja, auf jeden Fall. Und locker dabei einfach. Ne? Cooler Typ. Ja. Ja. Ich gucke den gerne, den kann man sich entspannt angucken. Ja, und die Videos sind auch nicht so lang. Also die könnten auch wirklich länger sein. Er hat auch einen Podcast. Ja. Fand ich auch sehr gut. Mit dem Dingens von den Space Frogs. Aber ich glaube, da kam schon eine ganze Weile nichts. Aber wenn, kann man sich auch mal anhören. Das ist mal was anderes. Ja, am Podcast habe ich ganz, ganz wenig. Ich glaube, da gucke ich mich mal auch ein bisschen mehr um jetzt. Also das hat ja auch in der letzten Zeit gerade sehr viel an Dominanz geworden, dieses Medium-Podcast. Nicht, ja, dass das vor allen Tagen hat Devin Townsend tatsächlich die erste Folge seines eigenen Podcasts rausgebracht. Da war ich jetzt mal sehr gespannt vorhin drauf. Ja, Devin Townsend finde ich auch sehr cool, muss ich auch sagen. Oh. Sehr geiler Typ.
Da muss man aber auch ein bisschen in Stimmung für sein, auf seine Art. Ja. Neuerdings seine. Er hat ja ohnehin eine sehr eigene Art, aber jetzt ist er sehr intro irgendwie und ja, sehr atmosphärisch alles irgendwie so, okay, ja, muss da in Stimmung für sein, aber ist cool, auf jeden Fall. Ja. Oder auch hier Justin Hawkins hier mit seinen Videos. Kennt ihr den? Justin Hawkins writes again. Ja, ja, der ist aber geil. Also auch das auch so ein technischer, witziger, Dauer-Drüber-Typ. Irgendwie. Ich muss mir gleich auch noch von Munich Productions, vom Otto, noch ein Video angucken. Der hat heute wieder eins hochgeladen. Ja. Kennst du den zufällig? Den wir halt Munich Productions. Ja, der Otto heißt der. Der kommt aus Finnland. Ist eigentlich Producer und Musiker. Der macht so Sachen, der kann auch unheimlich gut die Stile von diversen Bands nachmachen. Ja. Und da geht er einfach hin und covert dann irgendwas, was gar nicht so dazu passt. Der hat jetzt aufmerksam geworden, bin ich durch ihn, dass er gemacht hat, If System of a Down Roads Catman. Wie heißt der? Otto? Also der Kanal heißt Munich Productions mit Doppel-O und I-C. Munich. Genau. M-O-N-I-C. Mondartig. Munich Productions. Kenn ich gar nicht. Da musst du mal drauf achten, wie der Gitarre spielt. Ich wette, sowas hast du in deinem Leben noch nicht gesehen. Ah, warte. Der hat nämlich von Geburt an eine verkrüppelte oder missgebildete linke Hand. Und der nimmt sich auch nicht so richtig ernst dabei, der macht da auch mal richtig viel Spaß. Ja. Und wie gesagt, dadurch, dass er ja eigentlich Rechtshänder ist und aber seine linke Hand halt missgebildet ist und er damit gerade mal ein Plektrum halten kann. Macht er aber geil. Geiler. Ja, weil guck mal, der hat die Gitarre einfach nur umgedreht und die Saiten nicht getauscht. Bei dem sind die dicken Saiten da, wo bei uns die dünnen sind und umgekehrt. Ja, das ist auch der, hast du dir mal den Basser angeguckt von, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, von Billy Idol? Den Bassisten von Billy? Nee. Guck dir mal, also Billy Idol kenne ich aber. Ich weiß nicht, wie der Bassist von Billy Idol heißt. Das ist auch so ein etwas kräftigerer Typ so. Ja. Habe ich mir dann irgendwie angeguckt. Der hat die dicke Bass, die dicke E-Seite ist unten. Okay. Der spielt muss auch. Muss ich mal gucken. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Das ist mir immer aufgefallen. Also, ne? Beim Otto ist mir da auch erst später aufgefallen. Aber als ich das dann gesehen hatte, ich sage, Moment mal, was ist das denn? Ich so, cool. Ja. Ja, das geht. Das ist ja geil. Ernst? Ich habe zum Beispiel, wenn hier mal ein Linkshänder sitzt und ich nehme dann die Gitarre und kannst du mir die mal stimmen? Ne? Dann ist der erste Impuls ja so. Ne? Ja. Ja, aber wie gesagt, klar, dann habe ich die halt so rum, dann ist die dicke Seite ja auch unten. Ganz klar. Und dann fängst du an, irgendwie dann diese Griffe so zu greifen. Dann denkst du, ach, eigentlich geht das auch. Ne? Also so normale Griffe, das ist gar kein Problem. Wenn ich Fingersätze, dann teilweise denkst du, ach, das ist ja geil. Und dann bastelst du darum, okay, bist du fertig mit Stimmen? Dann war ich am Basteln, habe das gar nicht mitgeschnitten. Ich kaufe mir, glaube ich, nochmal so eine Linkshänder-Gitarre, wollte ich sowieso schon länger mal machen. Ja, ich bin Linkshänder drin. Ne, Gender, so. Ne? Und dann habe ich, scheiße, ich habe gar keine Linkshänder-Gitarre. Probierst du erstmal rechts rum. Das ist immer kacke, das ist immer ganz gut, wenn jemand, genau wie mit Harry Potter und dem Hut hier bei Hogwarts, ne? Ne? Slytherin oder hier, wie heißt das denn? Gryffindor, so. Ne? Oder Ravenclaw, glaube ich. Hufflepuff. Und Hufflepuff. Alle vier Häuser, ich kenne sie. So, ne? Und dann irgendwie, ja, ne? Musst du mal probieren, das ist geil. Also Hendrix hat das ja auch nicht anders gemacht. Das gab zu der Zeit wahrscheinlich noch keine Linkshänder-Modelle bei Thomann. Gab es Thomann? Nein. Nee, das ist auch noch nicht. Ja, aber ist irgendwie auch nervig, auch wenn man sich so eine Replik da kauft, so eine Hendrix-Strat mit den Potis hier beim Spiel. Ja, die dann oben sind. Das ist total nervig. Also ich finde das nicht gut. Ich find die Potis bei der Strat sowieso nervig. Zumindest den Volume-Poti direkt unter den Seiten. Also die Position. Nee, hier. Nee. Hier, für dieses. Da. Ja, also das Violineffekt. Wenn du so, das nervt mich immer an dieser komischen Fireman von Gilbert. Die hat den Volume-Poti ganz außen, Alter. Du musst mit dem Bus dahin fahren. Das liebe ich ja. Ich liebe das. Siehst du, wir finden das wieder gut. Das habe ich zum Beispiel nie verstanden. Man kann auch, die sind dann auch sehr schwergängig. Also selbst wenn er unter den Seiten wäre, du müsstest wirklich schieben ohne Ende. Ne? Oder was hatte ich mal hier, was war das, ein Kill-Poti? Kennt ihr den hier von
Den hatte mir mal Viktor Smolski, kennt ihr den? Ja. Von Rage. Yo, von Rage. Der hatte den mal irgendwie mal empfohlen bei so einem Workshop. Kitten and the Killbody. Glaube ich, der soll den 2 Millionen mal halten. Den hatte ich dann irgendwie zu der Zeit, wo ich nur mit irgendwelchen Bands unterwegs war. Und dann irgendwann steckte der fest, da kam aus der Gitarre nicht ein Ton mehr raus. Oh. Hast du auch nicht mehr rausgekriegt. Ne? Und das war bestimmt keine Million mal drücken, was da auf der Packung. Ich habe mir 2 bestellt. Der 2. war innerhalb der gleichen Zeit kaputt, habe ich nie wieder gekauft. Ne? Und deswegen bei diesen Effekten dann einfach nur, ne, irgendein Pickup ausmachen und dann hier Toggle Switch, dann holt man sich da vielleicht mal ein bisschen bessere. Der Effekt ist schon geil. Das ist zum Beispiel so ein Video wert. Rhythmisch einfach diesen Toggle-Switch-Scheißdreck einzubauen. Hm. Nur das schon. Ne? Rhythmik-Seminar machen mit Toggle-Switch. Warum? Ja, das ist ein Effekt. Ne? Also mal ein paar Unbekannte mal nach vorne schieben. Ist gut. Kann man machen. Zach Wild hat er damals auch schon, Ende der 80er hat er schon damit angefangen, da dann rumgerasselt an dem Ding. Also sowieso monströs, der Typ. Von Anfang bis Ende einfach nur. Aber auch schon viel früher, schon 60er Jahre. Diese Wadi-Dudi-Dudi. Hier zum Beispiel hat Hendrix auch schon gemacht. Mit diesen Effekten, diesen Doppler-Effekt. So ein bisschen wie bei Polizei, Feuerwehr mit seinem Phaser-Sound. Ne? Dann den Bridge-Pickup, Neck-Pickup, Bridge-Pickup, Neck-Pickup. Hendrix hat auch so geile Schrottlicks, die klingen eigentlich scheiße, aber irgendwie sind sie kultig. Da kann man auch mal so eine Kollektion machen. Schrottige Licks. Die muss man noch nicht mal besonders gut spielen. Und trotzdem muss man die irgendwie so spielen, damit sie so schrottig klingen, dass man es glaubt. Das ist. Ne? Das gibt so viele kleine Dinge, um die man sich kümmern kann, mit denen man so viel Spaß haben kann. Das muss gar nicht mehr dieser wilde Dreck sein da. Das ist auch geil, keine Frage. Ne? Aber das ist die Zeit, die da reingeht, Alter. Da ist aber erstmal mit diesen ganzen anderen Nebenbeschäftigungen oder am Wochenende 3 Stunden Fahrrad fahren, dass erstmal Feierabend wird. Ne? Da musst du ja wirklich, kannst du nochmal einen Übungsplan machen? Hält sich sowieso keiner dran, habe ich ja auch. Mache ich nicht, habe ich früher gemacht. Ne? Wenn es dann geht, 5 Minuten Tonleiter oder 10 Minuten Tonleiter, fällt dir auf einmal ein, dass du Hände waschen musst oder, keine Ahnung, musst scheißen oder deine Gitarre putzen oder müssen neue Saiten drauf. Dann bescheißt man sich die ganze Zeit selber. Das macht kein Mensch. Das ist genau das Gleiche wie hier diese guten Vorsätze und dann hier Fitnesscenter, da kann ich das ja noch verstehen. Das ist ja über absehbar, dass man sagt, okay, da machst du hier 10 so eine Dips, ne, dann hast du das gemacht, das kannst du so wegstreichen. Genau wie bei so einer Minigolfbahn, wo du jedes Loch da irgendwie mit ein paar Schlägen und dann bist du irgendwann fertig mit der Bahn und hast noch keinen Bock mehr. Ich war neulich mit einer meiner Töchter, war ich Schwarzlicht-Minigolf spielen. Habt ihr das mal gemacht? Boah, Alter. Da wirst du blind, gehst das rein. Oh, wie geil ist das mit so einer 3D-Brille, ne? Und dann war das so eine Halle. Alter, war das laut. Mir wurde richtig schlecht. Ich konnte nicht mehr richtig gucken. Dann war das arschlaut. Ich hatte so einen Film. Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Wir gehen das nächste Mal auf einen normalen Minigolfplatz. Obwohl die Bilder waren geil. Das hat so ein Künstler aus Hamburg gemacht. Richtig groß und mit 3D und Schwarzlicht-Minigolf. Überall mit Schwarzlicht. Ja, schön mal gesehen zu haben, aber ansonsten doch lieber klassisch, ne? Ja, doch lieber draußen, auch im Sommer am besten. Ne? Ja. Auch mit einem Getränk dabei vielleicht. Genau, so eine schöne Hopfenkaltschale. Kommt gut. Genau. Ja, das ist geil. Ja, ich muss ja sagen, ich bin ja so dieses ganze Metal-Geschreddere, da bin ich ja so langsam vom Weg. Ich habe mehr oder weniger den Blues für mich entdeckt. Das ist ein bisschen chilliger, schön gemütlich. Ja. Ja, kommt man nicht so in Spitzen. Das werden die im Alter aber irgendwie alle, ne? Das ist so ein bisschen, keine Ahnung, wie so ein bisschen so Elefantenfriedhof. Ne? Wir haben jetzt zum Beispiel auch hier irgendwie so einen Ortsteil, Laboe heißt der. Kennst du Laboe? Ja, kenne ich. Also mal Laboe, da ist auch ein U-Boot am Strand. Da habe ich mich neulich wieder abgelegt. Ich glaube, das baue ich auch nochmal ein. Da fahre ich mal nach Laboe extra, mache da noch ein paar Szenen da fertig. So steht ja hier ein U985 oder was das ist. Nee, und da gibt es dann so eine Kurmuschel. Er hat das da auf Insta, glaube ich, auch gepostet, ne? Ja, genau. Guten Morgen, glaube ich, war das. Oder nee, das war Thomsen. Die Szene aus Das Boot. Thomsen, ja, stimmt. Mit 8 O. Hey, Thomsen! Was sind hier Dings, ne? Gibt es auch eine geile Doku über die das Boot hier Dreharbeiten. Großartig. Ne? Also ganz furchtbar. So, ne? Mega. Ne? Wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Scheißegal, habe ich vergessen. Nee. Elefantenfriedhof. Hä? Der Elefanten. Nee, doch, Kurmuschel. So.
Ne? Und dann kommst du da hin mit so einer Band und das war auch der Moment, irgendwann hast du auch keinen Bock mehr da drauf. Ne? Dann baust du da auf, da bist du gebucht. Ne? Ne? Die haben dann die Kohle auch immer überwiesen, Vierteljahr später, halbes Jahr, aber auch nur, wenn du achtmal nachgefragt hast. Das erstmal, das kann man später. Und dann, wenn du Soundcheck machst, ne? Sitzt der Drummer da hinter seiner Bude da, hinter seinem Kit irgendwie. Tsch, tsch, tsch. Stehst vorne, stöpselst deinen Dreck da noch zusammen. Und dann kommt da irgend so ein Typ an, ne? Geht das leiser, bitte! Ne? Irgendwie so ein Rentner, weißt du? Oder dann, ich denke so, ey, ganz ehrlich, das ist der Soundcheck, wir spielen. Nee, der Typ, ne? Ich sage, ja, geh da zum Veranstalter, der steht da vorne, unterhalte dich bitte mit dem. Wir sind hier gebucht, wir müssen das hier machen, tut mir leid. Ne? So, ne? Dann bist du beim Soundcheck, dann kommt der Typ an. Ich kann mir bildlich so richtig gut vorstellen. Brüllt vom Balkon runter, vom Hotel, keine Ahnung, so ein Feriengast, ne? Brüllt da, dann siehst du dann nachher, dann kommen da so ein paar Leute angewackelt. Das ist denn auch nicht, ne? Das ist so ein Altenviertel. Ne? Da geht man hin, wenn man sterben muss. Also nicht das ist schön da. Ne? Ich will auch nichts gegen Nabö sagen, aber wenn du mit der Band da hingehst und erwartest dann so einen Abend, wo die Leute da abgehen und so, boah, das ist dann so dermaßen, also auch demotivierend. Nicht, dass die Leute nicht auch irgendwie Spaß haben oder auch danach ankommen, Mensch, das war richtig gut. Ne? So, aber dann da irgendwie auch so diese jugendliche Freude, die man da vermitteln möchte, die kann dann gar nicht, die wird nicht aufgenommen. Das ist genau das Gleiche. Da muss ein bisschen spontan sein. Das hält ein bisschen spontan. Die wollen dann Hallo kleines Fräulein, wollen die dann hören. Früher, ganz ehrlich, früher, ne, dann habe ich auch alles immer so angenommen oder auch mir zu Herzen genommen. Spontan gar kein Problem. Ne? Aber das ist genauso sinnlos, als würdest du, keine Ahnung, aus dem Flugzeug in eine Wüste pissen, da findest du auch nichts davon. Oder du wirst versuchen, irgendwie einen alten, keine Ahnung, eine alte Holzbank, die schon seit 150 Jahren irgendwie an der Wegbiegung steht, mit einer Gießkanne begießen und darauf hoffen, dass da irgendwie nochmal was rauswächst. Also ist ja auch nicht die Sache. Wir hatten das auch gehabt mit so Sachen, also so gerade sind deswegen auch so Live-Jobs oder auch so Erlebnisse, die sind natürlich geil, die haben die Leute, wenn die nur zu Hause sitzen, ein bisschen in ihrer Ecke daddeln, die haben die natürlich auch nie gehabt. Die kennen das auch nur selber, wenn sie in ein Konzert gehen, aber die kennen ja dann immer nicht diese andere, teilweise auch nicht so besonders, nicht so wahnsinnig erfrischende Seite, wie sie sich das halt meistens oder oftmals vorstellen. Ne? Dass man auch mal halt diese, keine Ahnung, oder eine Flöte zu, da hast du im Vertrag stehen, Essen. Sollst du Essen kriegen? Küche hat schon zu. Ne? Kannst du, Küche hat schon zu. Ne? Da vorne sind aber schon Flöten, die sind schon vorbereitet für morgen. Ach, das ist ja geil. Ne? Gut, dann nimmst du so eine Flöte aus dem Schrank, so kennt ihr die Baguette-Flöten, so, alles schon vorbereitet, aber alles roh. Ne? Auch diese Flöte da ist dann dieser rohe Teig noch. Ne? Geil, sag mal, habt ihr irgendwo einen Ofen, wo man, Küche hat schon zu. Ne? So, dann prügelst dir das Ding so rein. Und das war auch so ein Erlebnis, das ist das erste Mal, wo ich richtig gemerkt habe, ich habe von dieser Flöte abgebissen. Das wurde im Mund immer mehr. Ne? Ja, weiß einfach ab, ich habe die Flöte, ich habe die gar nicht aufgekriegt, ich hätte den ganzen Abend gebraucht, das Ding zu essen, das wurde im Mund immer mehr, es wuchs. Ne? Alter, das war ein richtiges, unheimliches Erlebnis. Und da war das auch in so einem alten Theater. Also die Location war mega. Ne? Mega, war auch kaum Arsch da, weil irgendwie keiner richtig dafür unseren Auftritt oder es war ganz scheiße oder zu kurzfristig beworben und so. Oder es lief zum Beispiel, haben wir auch damals, wo noch nicht gestreamt wurde, Fußball-Weltmeisterschaft Endspiel. Und dann machst du ein halbes Jahr oder ein Vierteljahr vorher, da kannst du eigentlich absagen, da kommt keine Sau. Ne? Mhm. Oder deutsche Weltpremiere hier oder Erstausstrahlung Terminator. Kein Mensch im Laden. Alle vom Fernseher. Ersten Terminator? Ja, erster Terminator. Das gibt's heute gar nicht mehr, so eine Desaster. Ne, wir haben das dann gekoppelt, teilweise auch mit, ne, war auch wieder Fußball-Weltmeisterschaft Endspiel, irgendwie auch so ein großer Event, Campingplatz mit so einem Zirkuszelt und so. Dann haben die das im Zirkuszelt gemacht mit so einem Videobeamer. Das Geile war, die Leute haben so geschwitzt, dass das Kondenswasser vom Schweiß von der Decke tropfte auf die Bühne. Das war voll ekelhaft. Ne? Und dann haben wir hinter der Bühne gesessen, weil vorne war richtig hier Public Viewing, richtig was los. Und wir haben es dann von hinten spiegelverkehrt gesehen. Und dann direkt nach dem Elfmeterschießen, ich glaube, war Elfmeterschießen war noch, ne? Dann haben sie den Videobeamer, also diese Leinwand hochgezogen. Ja, ist ja gut. Ne? Und direkt in dieses Hochziehen hinein hat unser Drummer schon vorgezählt und hat uns richtig Gas gegeben, dass die Leute nicht aus dem Zelt rausgegangen sind.
Das, ja, ist cool. Das war richtig genial. Moment, ich muss ja einmal nochmal neu drücken. Mann, das war ganz schön lange bei euch, ihr Podcaster. Hey Google. Ich glaube, wir stellen heute einen neuen Länge-Rekord auf. Also das muss man vielleicht die Highlights zusammenschneiden oder so. Ich glaube nicht. Wie lange ist das? Ah, wir machen komplett. 2 Stunden. Ja, wir schneiden jetzt hier das Geklatsche raus und das war's. Ja. Ja, nee, so lange Rede, kurzer Sinn. Wir können das ja gerne sonst mal öfters machen. Ich fand das ganz lustig. Ja, gerne. Ja. Wir haben ja jetzt noch nicht mal über die Gitarren von dir gesprochen. Ne? Aber das machen wir dann ein andermal, würde ich sagen. Oh, das müssen wir ein andermal machen. Das ist jetzt ja. Ja, nee, das habe ich jetzt auch selber. Tut mir leid, ich habe jetzt nicht mehr dran gedacht. Da gibt's immer, es gibt ja so viele Geschichten auch immer. Die kommen ja auch kommen immer wieder. Das ist nicht aller Tage Abend. Ne? Wir können gerne nur öfters machen. Also. Ja, ich kann mich ja auch dann nochmal informieren wegen der Programme, von denen ich vorhin mal gesprochen hatte. Oder so. Vielleicht kann man ja beim nächsten Mal echt mal so ein bisschen auch jammen oder irgendwie so. Oder einfach mal gucken, was dabei rumkommt. Ja, das ist kann ich mir hier den Pod mit anschließen und dann gucken wir mal. Das interessiert auch ganz viele, wie man zu Hause von seiner Couch aus, ohne jetzt Proberaum mieten, sich vielleicht auch mal mit Leuten zusammenfassen kann, dass man mal in Echtzeit ein bisschen daddeln kann. Das wäre zum Beispiel ein geiles Ding. Ja. Ne, das muss man vielleicht dann, ja, ich meine, da muss man vielleicht auch das Highlight nach vorne packen, vielleicht ein bisschen erklären, wie es geht, vielleicht vorne mal ein bisschen daddeln und dann mal zeigen, ein bisschen quatschen, ein bisschen Spaß damit machen, da klappt wahrscheinlich auch nicht alles sofort. Ja, wahrscheinlich klappt gar nichts, aber ob es auch Spaß, genau. Ja. Gut, wo du jetzt gerade sagtest, hier wegen Fußball-Endspiel, ich muss die ganze Zeit an den 30.06.1996 denken. Wisst ihr noch, was an dem Tag passiert ist oder was da war? Das ist ja wie mal zurück in die Zukunft. Nee, nee, das war Europameisterschaft, Endspiel, als der Oliver Bierhoff dieses Dingsbums-Tor da geschossen hat. Und wir Europameister wurden. Ja, also ganz schwach dämmert das auch. Ja, das war hier nicht Elfmeterschießen, nicht Golden Goal, sondern hier doch dieses. Der Erste, der Tor schießt, hat gewonnen und das Spiel ist vorbei. Das war da diese Regelung, die haben sie ja danach, glaube ich, nicht mehr benutzt. Ja. So, und bei dem Spiel war ich hier in Dortmund in der Westfalenhalle beim Bad Religion Konzert. Und die hatten da neben der Bühne so einen kleinen Röhren-TV stehen gehabt. Also nicht neben der Bühne, neben dem Schlagzeug auf der Bühne. Ja. Und da hat der Sänger dann immer so zwischendurch geguckt. Ah, shit, Soccer hat er. Ja. Ja, und dann hat er dann die Ergebnisse durchgegeben und dann ja hier, Congratulations, ne, bla bla. Hat aber keinen interessiert. Ich glaube, die waren mehr auf die Musik scharf als auf den Fußball. Das ist aber auch schön, ne? Wenn die Leute trotzdem wegen der Musik da sind. Also wenn man jetzt eine Konzertkarte hat und dann ist am gleichen Abend meinetwegen so ein Endspiel. Ich glaube, einige gehen dann auch tatsächlich nicht hin, weil sie das Endspiel geiler finden. Ja, ich gehe dann lieber zum Bad Religion Konzert. Ja, ist natürlich, klar, ne. Nächstes Jahr Rammstein, da lasse ich mich auch nicht von abhalten. Ja, ist mir egal, was da passiert. Aber Rammstein natürlich auch immer, ne? Guck mal, wenn die haben ja gar nicht so viele Großleinwände, oder? Nee, ich glaube nicht. Nee, guck mal, ich glaube, diese Flammen da, die erzeugen so viel Hitze, dass alles von der Wand schmelzen würde. Oder diese Leinwände, ich glaube, die nehmen da auch Schaden dann. Die haben ja richtig das der Temperatur auch. So, aber guck mal, das, was bei Rammstein, finde ich, also wirklich ganz wichtig ist, das ist einfach auch einmal. Dieser ganze Theaterscheißdreck, ne, der kleine Lindemann, wie groß ist denn der, wenn er in der Ostkurve sitzt? Der ist doch für dich irgendwie gefühlt nur noch 5 mm groß. Und das ist nicht diese, du musst ja ein Opernglas mitnehmen oder einen Feldstecher oder irgendwie so ein Weitwinkel. Werde ich vielleicht sogar machen. Ich habe sogar so ein Ding hier irgendwo rumliegen. Da musst du, glaube ich, auch. Ansonsten kriegst du das ja gar nicht mit. Ne, ich hab, ne, oder mit dem Handy einfach ranzoomen. Oder halt, was weiß ich, die haben irgendwie alle so geile Marotten mit der Zeit. Ob das der Krusper, glaube ich, heißt der, ne? Oder der Drummer, der hat auch so geile, also so kurze, also auch bei diesem Stück hier, wie heißt es, dieses Video von Radio, ist großartig. Ja, ne? Das Video da war richtig gut. Also richtig, natürlich, klar, wieder alles auf diese rechte Scheißschiene. Also, ne, die wollen natürlich provozieren oder auch ich hasse Kinder. Das ist diese eine Song, war das von Lindemann oder Rammstein? Ich glaube, Lindemann. Das war Lindemann. Das ist aber auch ganz harter Stoff, ne? Ja, seine Solo-Sachen, die finde ich gar nicht so gut, ehrlich gesagt. Das ist aber auch wirklich ganz hart an der Grenze. Ich kann mir das gar nicht richtig angucken. Ne? Das ist mir schon wieder zu brutal, so. Aber hey, diese Solo-Sachen, auch so musikalisch gefällt mir das nicht so richtig. Dicke Titten fand ich mega. Fand ich auch gut. Schon allein der Traktor. Alter, großartig.
Ne? Also schauspielerisches Talent haben sie auf jeden Fall. Ja, ich habe mir auch ein paar Making-ofs mal von ihren Videos angeguckt. Die finde ich mega. Also auch die Locations und dann dieser Regisseur, wer ist da hier vorne? So, ne, und der, wie das so alles geplant wird, das ist echt cool. Also, wo das Video natürlich, klar, es geht um dieses Video, um mehr nicht. Dann machst du natürlich auch die Arbeit und ne, du guckst dann, wo drehen wir das denn jetzt? Und dann wird dann irgendwie, keine Ahnung, irgend so ein alte Burg da ausgesucht dafür, wo es dann jetzt zu einem Drehtag dann irgendwie minus 8 Grad hat oder was. Und er soll dann mit freiem Oberkörper irgendwie eine halbe Stunde draußen rumstehen. Dann ist das halt so. Ja, musst du durch. Da musst du durch dann. Ne? Ja, weil wir haben nur diesen Tag und ja. Heute oder gar nicht. Muss passen, heute oder gar nicht. Aber da ziehen die dann auch durch. Ja, in diesem Sinne. Nee, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, weil Rammstein war ich bis jetzt noch gar nicht. Ja. Metallica habe ich schon hinter mir und alle anderen auch, aber Rammstein war bis jetzt immer sofort ausverkauft. Und ja, ist auch schnell dann. Ne? Also die und jetzt nächstes Jahr haben wir dann doch noch... 2004 habe ich die, glaube ich, gesehen. 2004, oder nee, war das 2004? Das war schon her dann, fast 20 Jahre. Da waren die ja auch schon fett, ne? Naja, das war das Reise-Reise-Album. Das war das erste neue Rammstein-Album. Ja. Ja, aber weißt du, was du da noch hattest, einen freien Blick zur Bühne ohne Handys? Ohne Handys, ja, die gab es noch nicht. Also es gab Handys, aber keine. Ah, Handys. Aber hier nicht die da. Ne? Ja, wir haben alle noch das gute Nokia. Hast, dann hast du 20.000 Armpaare mit irgendeinem Apple oder irgendeinem Samsung da vor dir. Da kriegst du, ich glaube, der kleine Armstrong hier von Green Day hat gesagt, wenn hier irgendeiner sein scheiß Handy in die Luft hebt, dann breche ich sofort ab. Oh. Bei seinen Konzerten. Ich glaube, ja. Ich weiß nicht. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, aber er war von Green Day. Ich bin auch noch irgendwie so einen Artikel von Metal Hammer gelesen. Hatte nämlich auch irgendein bekannter Gitarrist sich auch darüber ausgelassen. Warte mal, ist der Artikel hier noch zu sehen? Ja. Ich weiß nicht, aber da hatte ich auf jeden Fall so einen Ausschnitt gesehen von Metal Hammer oder Metal Injection oder irgendwie so, wo es darum ging, dass Corey Taylor von Slipknot ja ausgerastet ist. Der stand auf der Bühne und hatte dann in der ersten Reihe irgendwem das Handy aus der Hand gehauen. Weil der stand da blach in der ersten Reihe und war mit dem Handy da beschäftigt, war am Texten. So. Da hat er sich dann drüber aufgeregt. So, wie kann es sein, dass ihr hier auf einem Konzert seid und ihr steht in der ersten Reihe und nimmt irgendwem anders womöglich noch den Platz weg, wo alle Bock drauf haben, in der ersten Reihe zu stehen und dann nimmt ihr euch die Freiheit raus und seid am Text. Ja. Ja, bei dem Bad Religion-Konzert, da muss ich mal... Stand ich vorher schon irgendwas bei ihm eingeschwungen sein, dass er dann so... Das hat er nur das Fass zum Überlaufen gebracht. Der hat ja schon ein anderes Problem. Ja, denke ich auch, ja. Ja. Axl Rose hätte damals auch ganz gerne mal ein Konzert abgebrochen, wenn da irgendeiner ein Foto gemacht hat. Nur ein Foto. Ja. Also, das war damals. Ja, der hatte, weiß ich nicht, der war schon immer ein bisschen komisch, der Typ. Ja, aber das sind halt die Typen einfach. Das lieben wir ja da. Das liebt man an den Leuten. Diese, ne, genau wie Elton John oder so, der dann auch seine Wutausbrüche da hat. Das sind diese Leute einfach. Das ist, wenn die das nicht wären, dann wären sie es nicht. Ja, der Hetfield, die waren ja zusammen auf Tour viele Jahre lang. Der Hetfield von Metallica. Ja. Weil die hatten ja damals, als das schwarze Album rauskam von denen, hatten Guns N' Roses ja auch Use Your Illusion zeitgleich rausgebracht. Und da waren die zusammen auf US-Tour, also USA und Kanada. Und der hat den richtig gehasst. Der hat den auch immer nur Axl Pose genannt, statt Axl Rose. hat immer gesagt, ich brauche hier keinen Laufsteg ins Publikum. Ich mache hier keine Modenshow, sondern eine No-Bullshit-Metal-Show. Megadeth und Metallica. Ja, das ist ja nur harmlos. Aber irgendwann, bei irgendeinem Konzert, da hatten Guns N' Roses gespielt, aber alles mitten in der Show, auf einmal war zappenduster in der Halle. Ja. Dann ging gar nichts mehr. Und dann siehst du dann also in dem Video, siehst du dann nur, wie der Hetfield dann im Kontrollraum steht und die Hauptsicherung gerade so runtergezogen hat. Hat er gemacht? Ja, hat er einfach mal den Saft abgedreht. Da muss er einen schon richtig den Grund gehabt haben. Ja, die beiden müssen sich so richtig gehasst haben. Das sich vorzustellen, das mache ich irgendwann, aber das dann wirklich zu tun. Ja.
Ja gut, wenn man so als James Hetfield kann man sich sowas, glaube ich, mal rausnehmen, solche Späßketten. Ja, also das ist ja schon der Hetfield. Ja, also jeder andere wäre gefeuert worden, aber. Battle-Geschichtsbuch nachher wieder, so solche Anekdoten. Ja. Das ist natürlich dann geil, dafür ist es gut. Ja? Definitiv. Gut, okay, ich würde sagen, ja, das waren jetzt über 2 Stunden. Ja, es ist 10:45, ne? Ja, sowieso ein Nachtmensch. Also ich werde gleich noch ein bisschen, ich habe echt tagelang, wochenlang nicht richtig Gitarre gespielt. Ich werde gleich noch ein bisschen daddeln einfach. Ja, ich glaube, ich werde mich dann auch noch mal kurz hinsetzen und mal oder ein Wurzeln lernen. Ja, zum reinschwingen irgendwie. Ja, wie gesagt, ich werde mir das mit dem Wurzeln jetzt auf jeden Fall mal antun. Guck dir die 6 Rhythmusfragmente an. Bonanza, Techno, Gleisgeher, Reggae, Schlucht und Klippe. Mache ich auch. Damit kannst du alles, was es an Rhythmus gibt, zusammenbauen. Alles. Ich schwöre. Scheißegal, welche Stilisse. 6 kleine Fragmente, 2/4 lang. Oder alles klar. Zieh ich mir rein, auf jeden Fall. Hier, Rhythmiklehre. Workshop mal besucht. Ja, Jahrzehnte her. Hamburger Musikhochschule irgendwie. Ne? Und da gibt es hier eine Seite, ein Buch. Das sieht sich eh keiner mehr an jetzt. Das sind 5 Fragmente. Hier. Ne? 5 Fragmente drin. Hier oben. Um die erste Zeile geht es. Was kann ich alles daraus machen? 5 Fragmente hier oben. 1, 2, 3, 4, 5. So. Dann habe ich Eddie gesagt, es fehlt eins. Ich sage, was soll denn da fehlen? Es fehlt das, wo vorne nichts ist. Ja. Dann sind es 6. Und mehr Kombinationsmöglichkeiten gibt es nicht mit 2/4. Oder jetzt ist es 1/4. Er hat dann Achtel und 16 genommen. Ich habe dann aber 1/4 und 1/8 genommen, weil das einfacher zu zählen ist. Ne? Aber damit kannst du alles bauen, was es gibt. Alles. Das ist mir irgendwann mal aufgefallen. Genau wie diese 6 Pentatonikwurzeln. Habe ich erzählt in dem Code. Ja. Wo ich irgendwann mal diese Küche gestrichen habe, morgens um 2:30. Und dann irgendwann tagelang Musik gehört. Und dann ist mir aufgefallen, dass alles, was alle spielen, aus 6 kleinen Fragmenten besteht, also Wurzeln, ne? Was ich gesagt hatte hier, AGA, ACA und so weiter. Ne? Ja, ich habe es mir angeguckt. Genau, werde ich niemals bei YouTube machen, niemals, niemals. Ich habe ganz viel von diesem Scheißdreck. Da kann man sich nämlich echt ganz viel arbeiten, ganz viel Frust sparen. Ist so, ich schwöre es. Ne? Das kriegt bloß keiner mit, weil meine Videos einfach zu lang sind. Zu lang ist. Ich meine, ne? Geil, so 2,5 Stunden Video, großartig. Ich hätte mich nie fragen dürfen, ob ich mitmache. Ich laber. Ich bin scheiß voll hier. Nein, ich finde es gut, gerne wieder. Also. Großartig. Wie gesagt, ich mag es ja, wenn so ein Podcast auch mal ein bisschen länger dauert. Also, klar, das ist genau das gleiche wie bei so einer Party, da quatscht man sich fest. Ich war auch immer einer der Letzten, die morgens dann in der Küche noch gesessen haben, wo es dann draußen schon wieder hell wurde. Und dann, ne, wurde der Gastgeber dann auch schon wieder irgendwann ankommt und sagt, ihr seid ja immer noch da. Ja, wir haben jetzt auch schon ausgeschlafen, kommt wieder. Wir räumen doch auf hier. Bleib, habe ich mal gemacht, kenn ich. Bin im Aufräumen noch geblieben. Kenne ich auch noch, ja, konnte ich früher auch gut. Ja, ist auch schon länger her, ich mache sowas nicht mehr. Das dauert mir dann. Aber schon, kommt alles wieder, ich mache das noch. War schon gut. Ein paar sind wir viel quatschen. Spaß. Ja, aber das ist ja genau das, worum es geht. Ne? Eben der Spaß. In rein, ne? Dann sitzen die Leute da, keine Ahnung, wie so südamerikanische Sitzmumien auf diesen Matratzen, die denn der Gastgeber da verteilt hat. Ne? Und da kommt überhaupt keine Stimmung auf. Ne? Also gar nicht. So, nicht mal vom Awareness-Team. Das halte ich auch nicht lange aus. Also wahrscheinlich habe ich auch irgendwie eine Verhaltensstörung oder sowas, da kann ich nicht lange sitzen. Ne? Dann bin ich immer raus irgendwie, meistens dann in die Küche. Küche ist immer geile Kommunikation. Also erstmal gibt es da was zu trinken, da gibt es was zu essen und die Leute müssen immer wieder dahin, um sich was zu holen. Teilweise die beste Party ist wirklich in der Küche gefeiert. Aber bis die nachher alle da waren. Ja, Küchenparty auf jeden Fall bestes Leben. Ja, so. Ne? Wenn die Küche dann noch groß war und alt oder auch noch einen Balkon hatte oder eine Terrasse, also besser kannst du, ich würde die Küche, also grundsätzlich eine Partys in Küche und Terrassen machen. Also ich habe, glaube ich, von ganzen Partys die meisten dann doch wirklich in der Küche verbracht. Ja. Außer als die Partys, die wir so auf dem Campingplatz gefeiert haben. Da saß man natürlich, Alter, da war
Ja, aber steht draußen, also ist der ganze draußen ist eigentlich die Küche. Also das ist auch wieder eine Küchenparty. Muss man aber aufpassen, muss man auch auf sich gegenseitig auch Acht geben, wenn einer mal länger nicht da ist, dann ist der vielleicht irgendwo umgefallen. Oh ja, das kenne ich auch noch so. Wenn das dann so im Spätherbst, also Spätsommer ist, wo es nachts auch schon kalt ist, aber wo ist eigentlich Klaus? Ne? So. Klaus hat ordentlich schon einen gehabt und Klaus ist dann mal pinkeln umgefallen. Ja, bei uns hieß Klaus Basti und... Und dann ist Klaus irgendwie liegen geblieben, also weil er vielleicht müde war oder vielleicht auch noch erbrechen musste, weiß man alles nicht, dann lag er da. Und das war aber schon, ne, Klaus. Ist egal, welcher Klaus jetzt, ne, aber kennt ja eh keiner. Ne? Weil Klaus war nicht mehr da. Das ist genauso wie bei so einem Einsatz, ne, wo man sich so gegenseitig erstmal abzählt, ne, oder bei so einem Schulausflug, ne, wird einmal durchgezählt. Wenn man das vergisst, ja, sind nachher nur noch 8 im Auto, wo 9 sitzen sollen. Wo ist denn der Sören? Wo ist Sören? Das ist aber schon wieder zu Hause, 300 Kilometer weiter. Lass mal wieder zurück, weil es Rode Vogelpark. Alles schon da gewesen, großartig. Ich bin auch mal hängen geblieben irgendwo. Ne, mit so einem Mädchen da irgendwie. Ich glaube, in der 4. Klasse war es. Die hat geflennt. Ich sage, macht ja keinen Kopf, die hauen nicht um uns ab. Die zählen uns vorher durch. Und wenn, dann suchen sie uns mit 8 Leuten hier. Ne, wir setzen uns jetzt hier hin und warten. Da haben wir gewartet und die kamen auch tatsächlich. Da seid ihr ja! Und ich habe einen Anschiss gekriegt. Da habe ich doch gesagt, dass sie kommen. Ne? Wenn du dann rumläufst wie so ein kopfloses Huhn und dich irgendwo noch in der Ecke noch verkrümelst, wo die Klasse nie gewesen ist, wird die Polizei geholt, dann wird es richtig teuer. Ne? Und dann hier Eltern auch und so, das hat es auch alles gegeben. Oder hier Klassenfahrt mit daneben benehmen nach Hause schicken. Das ist bei uns nie passiert, obwohl wir uns ziemlich daneben genommen haben. So, ihr fahrt beide nach Hause. Ja, nee. Hat es nie gegeben. Gedroht, ja, aber glaub, letztendlich... Ja, viel lustiger zu Hause, als der muss aber in die Schule, scheiße. In die Parallelklasse. Mochte es auch nicht geben. Die 8a. Ja. Ja, Leute. Ja. 2 Stunden weiter quatschen. Lass mal Feierabend machen. Also ich fand es mega, hat echt Spaß gemacht und so. Definitiv, ja. Fand ich gut. Ja. Machen wir auf jeden Fall nochmal. Erstmal mit der Jam-Idee mit dieser Software finde ich großartig. Wenn ich da mal schaue, gucke ich nochmal nach. Ja. Alles gut. Ja, okay, Leute. Ja, Leute. Schön, dass ihr noch bis jetzt zugehört habt. Wie hat es euch gefallen? Schreibt es in die Kommentare. Ja, schreibt es Oder schreibt uns auf Instagram oder auch den Markus. Wir verlinken sein Profil natürlich auch. Genau. Ja, ansonsten schauen wir mal, wann wir wieder zusammen kommen. Vorbeischauen in der Guitaria 51 bei Markus. Ja. Ja. Gerne bei Micha, Old Guitar Hand, oder auch bei mir, Javelin Guitars. Genau, gibt es viele spannende Sachen. Und ich werde mich auf jeden Fall auch nochmal intensiver mit deinem Kanal auseinandersetzen. Ja, ist eine Menge Quatsch auch dabei. Ne? Theater hier, was ich immer sage, hier Las Vegas gesagt. Ist aber okay. Ich mache jetzt kürzere Sachen. Ich habe noch ein Format, was ich nicht verbrannt habe. Damit komme ich jetzt in Kürze wieder. Da mache ich ganz kurze Sachen. Ja. Ja, Spiel, ja, also eine UFO ist auch geil, aber die Leute wollen, ist egal jetzt. Komm, ne, wir haben schon. Genug Werbung. Ja, ist wieder weiter hier, alles gut. Ja, Leute, okay. Haut rein, mega. Ne? Ciao, ciao, Leute. Jo, tschüss.